Es war einmal vor langer Zeit, da war ich dieses Leben leid. Ich rannte fort von all den Sorgen, um mir etwas Glück zu borgen. Hört ihr alles? Gut, ja? Yeah.
schön. Nächstes Mal teilen wir wieder den Text aus. Vielleicht wird der dann mitsingen. Dann schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Morgane und eröffne jetzt sozusagen die Friedensmahnwache in Wien. Herzlich willkommen. Ich habe wieder die Ehre, euch zu begrüßen und grüße auch die Polizei, die für unseren Schutz zuständig ist. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, wir haben da wieder jede Menge leckere Sachen von Foodsharing. Also für die, die es noch nicht wissen, wir haben da immer so einen Stand, da kann man sich bedienen. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben da eine Unterschriftenaktion gegen TTIP. Falls jemand noch nicht unterschrieben hat, würde ich euch bitten, euch daran zu beteiligen. Der erste Redner wird ist eigentlich aus dem Open Mic Block, aber wird vorgezogen aus zeitlichen Gründen, weil er später keine Zeit hat. Und deswegen darf ich euch jetzt begrüßen, den Christoph. Wo ist der Christoph? Ah, okay. Ja, Applaus. So, passt jetzt. So, vielleicht kennt ihr mich noch, ich bin der Christoph von Hollerbrunn. Ich lese euch jetzt einen Aufsatz von mir vor. Okay. Demokratie oder Republik? Zur Republik. Zum Begriff bzw. zur Erklärung von Republik. Eine Republik ist eine Vereinigung von Menschen in einem Gebiet und die Entscheidungsträger sind nicht unmittelbar per Geburtenrecht bestimmt. Auch das Römische Reich hat sich als Republik verstanden und dieses war definitiv nicht im heutigen Sinne demokratisch. Man kann auch Beispiele aus der heutigen Zeit nennen, die zwar Republiken sind, aber nicht demokratisch im heutigen Sinne. China und andere Volksrepubliken zum Beispiel. Republik kommt wie den meisten bekannt von Respublica, die öffentliche Sache. Man sollte verstehen, dass eine Sache auch öffentlich sein kann, ohne dass die Öffentlichkeit mitredet, indem die Öffentlichkeit alles mitbekommt und nichts im Hinterzimmer geredet wird. Und heute wird das meiste in Hinterzimmern besprochen, was definitiv nicht für eine öffentliche Sache spricht. Und dass sich die Parteimitglieder im Nationalrat während der Sitzungen gegenseitig beleidigen und thematisch nicht auf einer Wellenlänge sind, ist meiner Meinung nach auch nur in diesen öffentlichen Sitzungen so. Im Hinterzimmer sind alle vermutlich gute Freunde und trinken das eine oder andere Achterl gemeinsam. Dass die Parteien alle meiner Meinung nach zum Zentralkomitee der Kapitalistischen Einheitspartei Österreichs gehören, ist natürlich Verschwörungstheorie. Aber ich glaube sie, bis sie widerlegt wurde und eine Partei sagt, wir sind nicht für das verzinste Schuldgeldsystem, sondern für ein anderes Geldsystem. Da die Römer ihren Unterdrückungsapparat so genannt haben, ist dieser Begriff von Anfang an missbraucht worden und wahrscheinlich passend. Zur österreichischen Verfassung. Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Hier steht nicht, dass Österreich eine Demokratie ist. Das Wort demokratisch vor Republik soll sagen, dass Österreich keine Republik im Sinne des Römischen Reiches ist, sondern dass das Volk, die Völker im Staatsgebiet, die Souveränität der Volksvertreter mit jeder Wahl wieder bestätigen. Wenn also Menschen mehr Demokratie fordern, dann fordern sie direkte Volksbestimmung. Dass so eine Forderung von der reinen Wortbedeutung her falsch ist, wissen sehr wenige Menschen. Demokratie im antiken griechischen Sinne war keine Republik. Wahlen waren eher undemokratisch. Zur Wortherkunft. Demos kann mit vielen Wörtern übersetzt werden. Dorf, Versammlung, auch mit Volk, aber nicht im heutigen Sinne. Hier ist zu bedenken, dass die Bevölkerung eines Dorfes gemeint ist, das heißt das Dorfvolk, nicht das Staatsvolk, wie es heute übersetzt wird, sondern auf ein Dorf, eine kleine Einheit bezogen. Die Deme war die kleinste Verwaltungseinheit. Auch führt der Begriff Volk zu Verwirrungen, denn ursprünglich war das Volk die Deme treuen mit dem Recht, Waffen zu tragen, also die Armee, keinesfalls die allgemeine Bevölkerung, die als Untertanen, als Idios bezeichnet wurden. Gratien, herrschen, wörtlich den Wagen ziehen oder aber sich selbst gestaltend. Es geht um ein sich selbst verwaltendes Dorf, eine sich selbst verwaltende kleine Einheit.
In der antiken griechischen Demokratie war die Isonomie ein zentraler Punkt. Das ist die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Unsere heutige Immunität der Abgeordneten verstößt klar gegen diese Isonomie. Aber wir leben ja nicht in einer Demokratie, sondern in einer demokratischen Republik, was ein großer Unterschied ist. Weil ich zuerst gesagt habe, Wahlen sind im antiken griechischen Sinne eher undemokratischer gewesen. Wie kam man in sein Amt? Jeder erwachsene Mann aus der Oberschicht hat sich für ein Amt bewerben können und das Los hat einen von ihnen für einen kürzeren Zeitraum bestimmt. Dies war ehrenamtlich, unentgeltlich und die mögliche Strafe für eine Fehlentscheidung, die zum Nachteil der Menschen dieser kleinen Einheit führen konnte, sollte Amtsmissbrauch verhindern. Demokratisch war die abwechselnde direkte Beteiligung der Oberschicht an den Regierungsaufgaben. Seit diese Demokratie untergegangen ist, hat es keine Demokratie in genau diesem Sinne mehr gegeben. Dass sich unsere Demokratie an der griechischen orientiert, ist eine Farce. Dass die griechische Demokratie eine Form der Aristokratie war, ist auch nicht allen bekannt. Die Ideos waren nicht berechtigt für ein solches Amt. Die Ideos machten 85-95% der Menschen in einer solchen Einheit aus und waren Bauern, Handwerker oder ähnliches. Ganz nebenbei, von dem Wort Ideos stammt vermutlich das Wort Idiot. Wenn in den Medien oder sonst wo von modernen westlichen Demokratien gesprochen wird, dann frage ich mich, wo sie sind. Es gibt heute keine Demokratien mehr im Sinne von selbstverwaltendes Dorf, außer vielleicht irgendwelche Ureinwohner in Urwäldern auf der Südhalbkugel, denn sie leben in Dörfern und verwalten sich selbst. Diese Form war auch im antiken Europa außerhalb des Römischen Reiches weit verbreitet. Demokratien, Dörfer, die sich unter einer aristokratischen Führung selbst verwaltet haben. Nur bezeichneten sie sich nicht so. Und heute kommt auch kaum wer auf die Idee, sie als solche zu bezeichnen. Da also demokratische Republik nicht passt, welcher Begriff würde vielleicht besser passen? Ochlokratische Republik vielleicht. Ochlos, der Pöbel, die Menschenmenge. Klingt abwertend, aber die antiken griechischen Philosophen haben nicht viel von der ungebildeten, emotional gesteuerten Bevölkerung gehalten. Was sich verändert hat, der Pöbel ist nicht mehr ungebildet, aber trotzdem emotional gesteuert. Er erkennt, dass einiges falsch läuft. Der erste Teil des Pöbels steht schon auf der Straße. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich auch andere zu uns gesellen. Es tut mir leid, dass ich uns als Pöbel bezeichnet habe, aber in diesem Aufsatz bin ich besonders bemüht um sprachliche Exaktheit. Und die griechischen Philosophen hätten uns wahrscheinlich als Pöbel bezeichnet. Zur Aristokratie. Sie ist eine Herrschaftsform, in der Eliten, Experten, geeignetere oder bessere über die anderen bestimmen, weil sie ja besser wissen, was für das Gemeinwohl gut ist. Ich sage dazu im Moment offensichtlich nicht. Sonst wären wir nicht hier, in einer Welt, in der die reichsten 85 Menschen so viel haben wie die ärmsten 3,5 Milliarden. Ich will nicht unbedingt, dass jeder das Gleiche hat, aber zumindest, dass der Wohlstand deutlich gleichmäßiger verteilt ist. Vielleicht hat das halb... Vielleicht hat das halbwegs funktioniert, das mit der Aristokratie in Griechenland, in diesen kleinen Einheiten, da man ja jeden Bewohner zumindest flüchtig kannte. Aber in einem solchen Gebiet wie Österreich ist das nicht mehr ganz der Fall. Man sieht ja jetzt auch, dass kleinere Länder dazu neigen, reicher zu sein. Ich bezeichne auch unsere heutige politische Landschaft als Aristokratie, da ja irgendwelche Vertreter für uns Entscheidungen treffen. Es kann zwar jeder einer Partei beitreten und in das Amt eines Entscheidungsträgers kommen, aber niemals alle, weshalb man zwar nicht direkt durch das Geburtsrecht die Ermächtigung hat zu regieren, wie es früher oft war, aber niemals alle Menschen Entscheidungsträger sein können, ist diese Regierungsform in meinen Augen eine Aristokratie. Anders formuliert, der Geldadel oder die Experten bestimmen im Moment und das gefällt mir nicht. Wir haben bis jetzt fast nur Aristokratien und Monarchien gesehen in unserer Geschichte. Und heute ist die Aristokratie die am weitesten verbreitete Regierungsform, nur wird sie so nicht genannt. Eine weitestgehende, in unseren Breiten fälschlicherweise genannte direkte Demokratie, ich würde sie Ochlokratie nennen, wäre ein Ende der Aristokratie. Wobei eine Aristokratie nicht zwingend schlecht sein muss, solange die führenden Personen mit jedem auf Augenhöhe sind, jeden kennen und selbstredend nicht auf Lebenszeit im Amt sind, wenn sie im Interesse der Menschen handeln und nicht im Interesse des Kapitals. Was sich meiner Meinung nach ändern sollte, das mit der Aristokratie in diesem großen Rahmen. Ich will selbst entscheiden und nicht von einer Elite, die ich nicht kenne, die besser weiß, was für uns gut ist,
oder zumindest möchte ich die Entscheidungsträger persönlich kennen und auf Augenhöhe mit ihnen sein. Denn wer ist ein besserer Experte für mich? Ich oder einer nur, der nur weiß, dass ich einer von 8 Millionen Österreichern oder gar einer von 500 Millionen Menschen in der EU bin. Einer, der mich zumindest persönlich kennt, in meiner Umgebung wohnt und die alltäglichen Entscheidungen trifft, dagegen hätte ich nichts. Denn ob er ein Mistkübel grün oder blau ist, ist doch egal. Ich sage euch, geht nicht wählen, denn dann gebt ihr eure Souveränität ab, ihr gebt eure Stimme ab. Ihr dürft da nicht mehr mitreden, denn ihr habt ja gesagt, die Partei entscheidet für euch. Darum sage ich nicht, wer nicht wählen geht, darf sich nicht aufregen, sondern genau das Gegenteil. Wer wählen geht, darf sich nicht aufregen. Er hat ja gesagt, jemand anderer darf für ihn entscheiden. Ich selbst war erst einmal bei der letzten EU-Wahl nicht wählen und bin stolz darauf. Es fühlt sich gut an. Das Staatsvolk ist nicht der Souverän, wie immer gesagt wird. Davon steht nicht einmal etwas in der Verfassung. Es wäre auch widersprüchlich, denn der Souverän trifft Entscheidungen. Aber das Volk trifft ja keine Entscheidungen. Wenn ihr zu Wahlen geht, legitimiert ihr damit diese Herrschaftsform. Wer bei der EU-Wahl war, legitimiert die EU. Und dass nicht einmal 50% der Wahlberechtigten wählen war, heißt, mehr als die Hälfte legitimiert nicht mehr die EU. Das sollte einen EU-Austritt zur Folge haben. Dann gibt es noch auch noch viele Menschen, die ungültig wählen waren, die dadurch vielleicht ebenfalls die EU nicht mehr legitimieren wollten. Wenn die Leute nicht mehr wählen, dann fehlt der Regierung die Legitimation. Darum sollten die Menschen wählen gehen, egal wen. Sie machen sowieso alle dasselbe. Dass politisch Uninteressierte nicht wählen gehen, mag für den einen oder anderen stimmen. Aber ich war nicht wählen, gerade weil ich politisch interessiert bin. Es ist egal, ob man blau, schwarz, rot, grün oder welche Farbe man wählt. Es sind nur Farben. Sie alle wollen dasselbe. Nur der Weg dorthin ist verschieden. Alle wollen mehr Arbeitsplätze. Alle wollen Wachstum auf Zwang. Alle sind für die EU. Alle sind für das verzinste Schuldgeldsystem. Es mag sein, dass die eine oder andere Partei kritische Meldungen von sich gibt, wenn es um die EU geht, aber wenn es dann kommt, dann schlucken sie es meistens doch. Ich weiß, viele sind mit der Motivation, etwas zum Besseren zu wenden in Parteien, in der Politik, nur halte ich das für den falschen Weg. Wenn wir einfach das alte System leer stehen lassen, dann können wir etwas Neues beginnen. Nicht durch Wahlen verändert man, sondern man verändert, indem man etwas macht. Wenn die Bürger in der DDR gesagt hätten, wir gründen eine neue Partei, dann wäre sie vermutlich noch heute die DDR. Also verändert, indem ihr etwas macht. Christoph Arbes. Danke. Vielen Dank. Der nächste Redner ist die Rena. Vielen Applaus. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich da seid. Einige werden mich schon kennen, mein Name ist Rena, ich komme aus Niederösterreich, bin Aktivistin und Mitglied der Mahnwachenorga. Ich lese euch heute einen Artikel vor, den der Martin Stadtmann geschrieben hat, der auch ein fleißiger Mahnwachenbesucher ist, heute aber beruflich leider verhindert ist. Und zwar sind das Gedanken über den Präsidenten der Russischen Föderation, Herrn Wladimir Putin, anlässlich seines Besuchs in Wien am 24.06.2014. Eingangs möchte ich hier zwei Dinge klarstellen. Erstens kann ich mich beim besten Willen nicht in die Kategorie Putin-Versteher einordnen. Aus dem einfachen Grund, dass ich einfach nicht verstehen kann, dass ein Präsident eines so großen und wichtigen Landes so lange in aller Ruhe Provokation und Provokation des Feindes. Die NATO muss einfach so genannt werden, weil sie sich selbst als höchst feindlich gegenüber Russland verhält, mit anschauen konnte, ohne zu handeln. Mal abgesehen 2008 im Fall Georgiens. Seid mal ganz ehrlich zu euch selbst und fragt euch, hätte ein Präsident eines westlichen Staates so lange gewartet und zugesehen, wenn sich der Warschauer Pakt immer weiter ausgebreitet und seine Sicherheitsinteressen gefährdet hätte? Hallo?
Dazu muss gesagt werden, dass bei der Wiedervereinigung Deutschlands die NATO der Sowjetunion das Versprechen gab, bis auf die DDR kein weiteres Land in Richtung Osten in die Organisation aufzunehmen. Hätte ein Obama abgewartet, wären plötzlich russische Politiker in zum Beispiel Mexiko aufgetaucht und hätten ganz öffentlich anti-amerikanische Proteste befeuert. Auch trotzdem aufschreiben, damit wir sie visualisieren und endlich als Tatsache anerkennen können. Nein, keiner hätte so lange gewartet. Zweitens geht es um eine Motivation, diesen Text hier zu schreiben. Sie entspringt dem Schrecken, der mich befällt, wenn ich mir die Medien anschaue. Die Propagandamaschinerie läuft seit Monaten auf Hochtouren. Das Volk soll endlich begreifen, dass Putin der Schurke ist. Ja, sogar die Reinkarnation Hitlers, das personifizierte Böse eben. Bei dieser Schlacht ist unseren Medienhäusern und Politiker kein Mittel zu schmutzig. Das geht vom Versuch, Putin lächerlich zu machen, über verschwörungstheoretische Unterstellungen bis hin zu wüsten Beschimpfungen. Ein neues Feindbild muss geschaffen werden. Amerikas Image ist am Boden. Zu viele Kriege, zu viele den Weltfrieden gefährdende Aktionen haben die Menschen auf der ganzen Welt die wahre Fratze der USA erkennen lassen. Dieser Eindruck muss sich ändern. Der simpelste Weg ist dabei einfach, von sich selbst abzulenken und hysterisch mit dem Finger auf jemanden anderen zu zeigen. Dann bedient man sich der gleichgeschalteten Medien. Der neue Feind der Menschheit wurde erschaffen. Nach Bin Laden, Hussein, Gaddafi, Ahmadinejad und Chavez ist jetzt Putin an der Reihe. Eigentlich erschreckend, wie viele Feindbilder die USA alleine in diesem Jahrtausend schon aufgebaut haben. Und genau aus diesem Grund schreibe ich gegen diese riesige Propagandamaschine an. Mir ist sehr wohl bewusst, dass dieser Kampf David gegen Goliath gleicht. Aber nichtsdestotrotz ist es mir ein starkes Bedürfnis, den Versuch zu wagen, Menschen aufzuklären, sie zum Nachdenken zu bewegen. Denn wenn man das Gesamtbild mal erkennt, wird einem klar, wohin dieser Weg führen wird. Unausweichlich in den Krieg, in unser aller Verderben. Die Geschichte wiederholt sich. Willst du wirklich zusehen? Nein, ich nicht mehr. Keinen Fußbreit der Desinformation. Ich verabscheue den Gedanken, ja, ich fürchte mich richtig davor, ein Gewehr nehmen zu müssen oder meinen Sohn, um gegen meine Brüder und Schwester zu kämpfen, nur weil ein paar alte reiche Säcke ihre wahnwitzigen geopolitischen Ambitionen Wirklichkeit werden lassen möchten. Merkt euch das. Es wurde noch nie ein Krieg aus rein altruistischen Motiven geführt. Nun aber zurück zum Besuch des mächtigen und gefährlichsten Mann der Welt, des Man of the Year 2013. Das sind nur einige Titel, die Wladimir Putin in den letzten 1,5 Jahren von westlichen Medien zugewiesen bekam. Wenn man sich vorstellt, dass der mächtigste Mann auf der Welt Wien besucht, muss man doch annehmen, dass die ganze Stadt sicherheitstechnisch abgeriegelt wird. Bei einem Besuch von Obama, egal wo, werden ganze Stadtteile zu Sperrzonen erklärt. Die Polizei, bevormundet vom Secret Service, sieht sich mit logistisch fast unmöglichen Großeinsätzen konfrontiert und das Militär wird in Alarmbereitschaft versetzt. Die Rechnung für diese Zwangsbeschränkung wird dem Steuerzahler präsentiert. Und wie ist das bei einem Besuch des Herrn Putin? Definitiv nicht so extrem. Zum Glück. Trotzdem wird ein Besuch eines amerikanischen Massenmörders von Medien sowie von Politikern bejubelt. Putins Visite wird dagegen mindestens überall kritisch betrachtet, wenn nicht sogar verurteilt. Um zu verstehen, warum gerade Putin als Feind der westlichen Welt herhalten muss, gehen wir ein kleines Stück zurück in der Geschichte. In den 90er Jahren, nach dem Zerfall der UdSSR, war Russland unter der Führung einer Schnapsdrossel namens Boris Jelzin
zu einem Ramschladen für westliche Großkonzerne verkommen. Üblicherweise spricht man von einem Ramschladen, wenn die Preise billig sind, aber die Qualität zu wünschen übrig lässt. In Russland war aber die Qualität gut, nur die Preise waren nicht vorhanden. Um es zu verdeutlichen, stell dir vor, dass die Firma Apple für dich ein MacBook Pro baut, zu dir liefert und dann bekommst du auch noch 500 Euro extra, weil du es ihnen abnimmst. Genauso ist es Russland ergangen. Ein ganzes Volk wurde betrogen und ein ganzes Land ausgeplündert. Dann kam die Jahrtausendwende und mit ihr ein Mann an die Macht, der es satt hatte, sein Land vergewaltigt am Boden liegen zu sehen. Er wollte, dass sein Volk wieder stolz darauf sei, als Russen bezeichnet zu werden. Also ergriff der neue russische Präsident Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verstaatlichung der Energieproduktion, die den Raubzug des Heuschreckenkapitalismus beenden würde. Ab diesem Zeitpunkt war Wladimir Putin ein Dorn im Auge des Westens. Statt auf Kooperation zu setzen und dadurch eine Win-Win-Situation zu schaffen, entschloss sich der Westen weiter auf Konfrontation zu gehen. Meiner Meinung nach aus einer Arroganz heraus, die auf die Kolonialzeit zurückzuführen ist. Jeder Versuch Putins, eine freundschaftliche Hand in Richtung Europa auszustrecken, und von denen gab es nicht gar so wenige, wurde wahrscheinlich auch auf Druck der USA verhöhnt, untergraben und sabotiert. Aus welchen Gründen Europa gegen seine eigenen Interessen handelt, möchte ich hier nicht vertiefen. Es würde den Rahmen sprengen. 2008 kam dann der Georgien-Konflikt, der durch das harte Durchgreifen Russlands bald wieder zu Ende ging. Fragt man aber heute einfach mal Menschen auf der Straße nach diesem Krieg, bekommt man einhellig zu hören, dass Russland der Aggressor war und das kleine Georgien das arme, unschuldige Opfer. Sie wissen gar nichts von diesem Krieg. Mittlerweile hat die EU nach Nachforschungen eingestanden, dass die Schuldfrage nicht einfach mit Russland beantwortet werden kann. Georgien trägt mindestens zu gleichen Teilen mit Schuld an dieser Auseinandersetzung. Aber im Nachhinein spielt es keine Rolle mehr. Denn was bleibt, ist die Propaganda, die in den Köpfen der Menschen eingestanzt wurde. Russland ist der Böse und basta. Da spielt es keine Rolle, was im Nachhinein an die Öffentlichkeit dringt. Im Herbst 2008 wurde dann wohl beschlossen, dass Putin weg muss. Der Grund: eine dollarunabhängige Rohstoffbörse in St. Petersburg. Das ist in etwa das Schlimmste, was den Amis passieren konnte. Die amerikanische Volkswirtschaft geht zugrunde, sobald der Dollar seinen Status als Weltleitwährung verliert. Das ganze Kartenhaus würde in sich zusammenfallen. Ein Hinweis am Rande: die Finanzkrise, die seit 2008 in Europa tobt, ist auch nur ein Versuch der Amerikaner, den Euro zu schwächen, der als die größte Konkurrenz zum Dollar bezeichnet werden kann. Durch faule Kredite, die von den USA nach Europa transferiert wurden, kam es erst zur Krise. Genau dieses Verhalten ist bezeichnend für die USA. Während sie dir in die Augen schauen und lächeln, bohrt sich von hinten schon ein Messer in deinen Rücken. Amerika hat keine Freunde, sondern nur Interessen. Spätestens nach der Aufdeckung der NSA-Aktivitäten muss das jedoch jeden Menschen einleuchten. Aus diesem Grund wird auch jetzt versucht, Europa gegen Russland zu hetzen. Der Einzige, der einen Vorteil von einem neuen Kalten Krieg hätte, wären die USA. 2003, als der Irak weggebombt wurde, war einer der wichtigsten Gründe dafür Saddams Absicht, die Ölgeschäfte nicht mehr in Dollar abzuwickeln, sondern in Euro. Hätten die Amis genauso leichtes Spiel mit Russland wie im Irak, wäre heute zumindest der Westen des Landes verbrannte und verstrahlte Erde. Russland ist jedoch zum Glück ein paar Nummern größer. Mit der Bankband Pussy Riot hatten die Medien dann auch 2012 eine ganz tolle Story, um Putin als bösen Diktator dämonisieren zu können. Wochenlang waren die Zeitungen und Medien voll von den ach so armen Mädels, die doch nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen wollten.
dass es von dieser Gruppe auch schon andere Aktionen gab, wie zum Beispiel Sexorgien in einem Museum oder das Einführen von einem Tiefkühlhähnchen in einen Supermarkt vor den Augen einiger Leute und einem Kind, wird natürlich mit keinem Wort erwähnt. Für diese Aktionen wurden sie nicht einmal bestraft. Nicht wissen, welche Strafen bei uns oder gar in Amerika für solche Handlungen warten. Ebenfalls totgeschwiegen wird die Tatsache, dass hinter dieser Gruppe amerikanische NGOs stehen. Stellen wir uns diese Situation einmal in den USA vor. Eine Gruppe junger Menschen stürmt eine Kathedrale in New York, verwüstet sie und schreit Parolen gegen Obama. Es ist nur eine Vermutung, aber dieses Schauspiel könnte in Amerika blutig oder sogar tödlich enden. Außerdem wäre es wohl der Skandal des Jahres geworden. Skandal deshalb, weil es eine ganz schlimme Anmaßung der Jugendlichen wäre, so etwas Blasphemisches durchzuziehen. Erfahren werden wir es wohl nie, denn in Amerika würde sich dergleichen niemand trauen. Und das alleine sollte uns schon zu denken geben. Okay. 2013 war Putins Jahr. Er hat Obama in Sachen Diplomatie überhaupt in Syrien eine Lehrstunde nach der anderen gegeben. Edward Snowden macht Prism, das Überwachungsprogramm der NSA, öffentlich. Snowden wusste ganz genau, was ihm in seiner Heimat als Whistleblower erwarten würde. Siehe Chelsea Manning. Sein Zufluchtsort war Russland. Dass der Friedensnobelpreisträger nicht auf sich sitzen lassen würde, war abzusehen. Da kamen die Gesetze zur Wahrung der traditionellen Werte, in unseren Medien auch als Anti-Schwulen-Gesetz bezeichnet, in Verbindung mit der bevorstehenden Olympiade in Sotschi genau recht. Da wurden dann plötzlich alle heterosexuellen Russen als homophob dargestellt. Ein Volk, das alle homosexuellen Menschen hasst. Politiker in Europa und in den USA riefen zum Boykott der Olympischen Spiele auf. Man müsse doch ein Zeichen setzen gegen diese autoritären Zustände. Es ist auf eine gewisse Art faszinierend, für wie blöd uns Medien und Politiker halten und wie dreist sie ihr Ding durchziehen. Da beherrscht das Thema wochenlang alle Nachrichten. Es wird uns vor Augen geführt, wie schwer es die homosexuelle Gemeinde in Russland hat. Sehr viele europäische und amerikanische, aber auch Politiker aus Japan und Australien sind dem Boykottaufruf gefolgt. Sogar der deutsche Bundespräsident Gauck ließ sich nicht in Sotschi blicken. Als sich der österreichische Präsident zu den Spielen äußerte und gefragt wurde, ob er ebenfalls nicht hinfahren wolle, antwortete dieser, dass das gar nicht in Frage käme, denn Österreich und Russland führten absolut korrekte Beziehungen und diese wolle man nicht aufs Spiel setzen. Das war einer der seltenen Augenblicke, wo ich so etwas wie Stolz und Zufriedenheit mit ihm verspürte. Meiner Ansicht nach ist Herr Fischer nicht sonderlich bekannt dafür, seine eigene Meinung zu vertreten. Umso bemerkenswerter dieser Vorstoß. Also, Putin wird kritisiert, weil er nicht möchte, dass homosexuelle Paare sich in der Öffentlichkeit küssen oder für Homosexualität geworben wird, denn es könnte der Entwicklung der Kinder schaden. Um es gleich klarzustellen, in diesem Punkt stimme ich absolut nicht mit Herrn Putin bzw. mit der russischen Gesetzgebung überein. Aber werden in der russischen Duma nicht auch Gesetze durch Mehrheitsentscheidung verabschiedet, also demokratisch? Und sollten wir nicht genau das respektieren? Parallel zu den Forderungen nach Boykott der Spiele wird mit anderen richtigen autoritären Regimen der Schulterschluss gesucht. Ein sehr beliebter Partner im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in politischen Dingen, vor allem im Mittleren Osten, ist Saudi-Arabien. Deutschland und die USA unterhalten prächtige Beziehungen mit der wohl schlimmsten Diktatur der Welt. In diesem Land steht der Tod als Strafe für homosexuelle Handlungen. In der Russischen Föderation ca. 4.000 Rubel Strafe. Es gibt dort sogar ein eigenes Ministerium für Hexenverfolgung. In Saudi-Arabien werden noch immer Gliedmaßen abgehackt, Menschen gehängt und geköpft. Und das aber für Vergehen, die bei uns nicht einmal im Mittelalter mit dieser Härte bestraft wurden. Deutschland verkauft den Saudis Panzer und Waffen,
wohl wissend, dass diese Waffen einzig und allein der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung dienen. Nur nicht ganz. Auch die Revolution in Bahrain wird mit diesen Waffen hemmungslos niedergeschlagen. Quatar, welches den Saudis und praktisch nichts nachsteht, wird ebenfalls hofiert. Öl, Gas und Geld reichen aus, um die westlichen Staatengemeinschaft, die Wörter Menschenrechte und Demokratie in einer Betonwalze gleich vor sich herschieben, blind, taub und stumm werden zu lassen. Österreich lieferte erst heuer 500 Panzer an die Diktatur in Kuwait. Aber gleichzeitig getraut sich zum Beispiel eine SPÖ-Politikerin zu fordern, dass wir uns von diesem autoritären Regime Russland distanzieren sollen. In manchen amerikanischen Bundesstaaten stand bis vor kurzem auf Homosexualität ebenfalls Strafe. Trotzdem wagen sie es, mit dem Finger auf Russland zu zeigen. In Quatar wird im Jahr 2022 die Olympischen Spiele, die Weltmeisterschaft im Fußball ausgetragen. Wie kann denn das sein? Russland ist zu autoritär, die Olympischen Spiele müssen boykottiert werden. Quatar ist eine waschechte Diktatur und niemand sagt was gegen sie. Manche Leser werden sich jetzt bestimmt fragen, warum Putin dann überhaupt verachtet wird. Russland hat doch Unmengen an Ressourcen und verteilt sein Geld in der ganzen Welt. Dafür gibt es gleich ein paar Gründe. Erstens lassen die Vasallen im Mittleren Osten zu, dass ausländische Konzerne das Land plündern. Putin hat diesen Zustand in Russland beendet. Saudi-Arabien und Co. sind keine Bedrohung für die Vormachtstellung der Amis. Russland schon. Wenn zum Beispiel Katar gegenüber ihren amerikanischen Schirmherren aufmüpfig werden würde, dann würde wieder eine Koalition von Willigen die Menschenrechtskarte ausspielen und das Land zurück in die Steinzeit, aber zumindest zurück ins Mittelalter bomben. Ein weiterer Grund ist die Unterstützung von Schurkenstaaten wie Nordkorea, Syrien oder Iran durch Russland. Im November 2013 begann in der Ukraine der dritte von außen finanzierte Aufstand. Ziel, die Ukraine endlich aus dem russischen Einflussbereich herausschälen und in die NATO und EU einzugliedern. Grund für den Aufstand war die Absage des Präsidenten Viktor Janukowitsch an die EU. Ein lang ausgehandeltes Assoziierungsabkommen wurde damit null und nichtig. Auch dafür fand man bald einen Schuldigen, Wladimir Putin. Er hatte der Ukraine ein weit besseres Angebot gemacht, um sie auf seine Seite zu halten. Rückblickend kann man wohl sagen, dass dieses Abkommen zwischen der EU und der Ukraine extra so ausgearbeitet wurde, dass Janukowitsch Nein sagen musste. Ein starkes Indiz ist dafür die Ausbildung einiger friedlichen Demonstranten vom rechten Sektor in einer Polizeiakademie in Polen. Die EU hätte diesen Vertrag doch auch so ausarbeiten können, dass die russischen Interessen ebenfalls berücksichtigt würden. Für ein geeintes Europa ist die Ukraine als Brücke von West nach Ost unverzichtbar. Doch die EU hat es von Anfang an darauf angelegt, die Ukraine vor eine Entweder-oder-Wahl zu stellen. Für England und Amerika ist ein vereintes Europa der geopolitische Albtraum schlechthin. Auch ein Grund für den Ersten Weltkrieg. Als die Revolution ausbrach, standen schon westliche Politiker bereit, um in Kiew am Maidan die Demonstranten zum Durchhalten zu motivieren. Trotz dieser Frechheit behielt Putin die Ruhe, wahrscheinlich wegen der Olympischen Spiele. Dieses Prestige wollte er sich nicht nehmen lassen. Außerdem, wie ich finde, hält er sehr viel von dem Nicht-Einmischungsprinzip in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Während der Spiele erreichten die Proteste ihren Höhepunkt. Polizisten wurden verbrannt, gefoltert und ermordet. Janukowitsch hatte aber nicht den Mut, härter durchzugreifen. Er hatte zu viel Angst vor der Reaktion des Westens. So blieben die Polizisten bis zum Schluss nur mit nicht tödlichen Waffen ausgerüstet, trotz massivster Gewaltanwendung seitens der bei uns in den Medien noch immer als friedlich bezeichneten Demonstranten. Um dem demokratisch gewählten Präsidenten den Gnadenschuss zu geben,
besuchten die Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Deutschland, Fabius Lauré, Frankreich und Radoslaw Sierakowski, Polen, am 20. Februar Kiew. Dort wurde ein vermeintliches Abkommen zur Beendigung der Gewalt mit Janukowitsch und der Opposition ausgehandelt, welches den Präsidenten veranlasst, den Großteil der Polizeikräfte aus Kiew abzuziehen. Keine 24 Stunden später löste sich alles Vereinbarte in Luft auf. Das Parlament, Regierungsgebäude und Polizeistationen wurden von faschistischen Schlägertrupps gestürmt und besetzt. Scharfschützen knallten alles ab, was ihr vors Visier kamen. Bis heute war die darauffolgende Putschregierung nicht willens, die tatsächlichen Vorgänge der Tragödie vom Maidanplatz aufzuklären. Bis auf ein paar unbewiesene Anschuldigungen in Richtung Polizei kam nichts von ihrer Seite. Viele Beobachter der Krise sprechen von einem Angriff unter falscher Flagge. Ich vertrete übrigens auch diese Meinung. Die Flucht Janukowitsch aus der Ukraine besiegelte dann die Machtübernahme der Faschisten. Janukowitsch wurde verfassungswidrig abgesetzt, was natürlich die Freunde des Westens über ihren Sieg keineswegs trübte. Freilich mussten sie sich die faschistoiden Kräfte die Macht mit einigen Oligarchen und Technokraten teilen. Nun schien es so, als ob der Plan der Amis zu 100% aufgehen würde. Die Ukraine würde der NATO beitreten und der russische Marinehafen Sewastopol auf der Krim, Stützpunkt der Schwarzmeerflotte, würde den Besitzer wechseln. Doch der Verlust dieses Hafens hätte einen enormen Machtverlust Russlands bedeutet. Und da betrat Putin die Bühne und sprach: Bisher und nicht weiter. Innerhalb von wenigen Tagen wurde nach demselben Muster des Maidan das Parlament der Krim gestürzt, neue Politiker eingesetzt und die einseitige Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt. Vorerst nur parlamentarisch, also genauso wie die einstige Unabhängigkeit des Kosovo. Referendum, welches über die Zukunft der Krim entscheiden sollte. Eine überwältigende Mehrheit entschied sich für die Unabhängigkeit. Im Anschluss stellte die Volksrepublik den Antrag auf Aufnahme in die Russische Föderation, welcher natürlich auch bewilligt wurde. Damit hatte er das Hauptziel des Westens durchkreuzt. Natürlich breitete sich im Westen Panik aus, denn damit hatte wirklich niemand gerechnet. Man warf Putin Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine vor. Die Krim sei annektiert worden, ein schlimmer Verstoß gegen das Völkerrecht. Dass das nicht stimmte, wussten unsere Politiker sehr wohl. Aber es geht ja darum, Stimmung gegen Putin zu machen. Egal, ob mit gerechtfertigter oder erfundener Kritik. Wer hat sich denn wirklich für die inneren Angelegenheiten der Ukraine eingemischt? Woche für Woche haben westliche Politiker Reden vor dem aufgepeitschten Mob gehalten. Die USA bestätigte, über 5 Milliarden Dollar in die Umsturzversuche investiert zu haben. Aber nicht nur auf der Krim, auch im Osten und Südosten des Landes wollten die Menschen nicht akzeptieren, dass ihre gewählte Regierung einem faschistischen Putsch zum Opfer gefallen ist. Sie bauten in den großen Städten Protestlager auf und wurden nicht müde, ihren Unmut auf die Straße zu tragen. Doch sie wurden ignoriert. Ende März besetzten dann Aufständische Regierungsgebäude in Donetsk und Slawansk, anfangs unbewaffnet. In hohem Tempo wurden die Regionen um Donetsk und Lugansk unter Kontrolle der Antifaschisten gebracht, was mit einer Unabhängigkeitserklärung und dem ausdrücklichen Wunsch um Aufnahme in die Russische Föderation der beiden Länder endete. Dieser Wunsch sollte sich jedoch bis heute nicht erfüllen. Uns wird erzählt, dass die Menschen im Osten der Ukraine Terroristen, Separatisten oder Söldner wären. Mit keinem Wort werden in unseren Medien die rechtsradikalen Hintergründe vieler neuer Minister oder des Übergangspräsidenten erwähnt. Warum sollten sich diese Menschen, die so sehr von dem Kampf gegen Faschismus geprägt sind, plötzlich einem faschistischen Regime unterwerfen, welches einen großen Teil der Bevölkerung, namentlich russischstämmige Menschen, bedroht? Für mich ist das ein Kampf von Faschisten gegen Antifaschisten, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn direkt nach dem Putsch
wurden hunderte Schläger vom rechten Sektor in die reguläre Armee der Ukraine eingegliedert, und zwar als neue Nationalgarde. Seit über einem Monat erleben wir jetzt, dass das Militär, aber auch rechtsradikale Milizen mit voller Härte gegen die Bevölkerung des Ostens vorgeht. Der Welt wird das als Antiterror-Einsatz verkauft. Am 25. Mai waren Präsidentschaftswahlen. Gewonnen hat sie der Herr Poroschenko. Die Regierung unter ihm hat sich nicht verändert. Zurzeit ist die am meisten vorgebrachte Anschuldigung, Putin schicke schweres Militärgerät über die Grenze, um die Terroristen zu unterstützen. Na und? Die NATO unterstützt die Putschisten doch auch in Kiew mit Geld, Waffen und Know-how. Da schickt die Regierung die Armee gegen die eigene Bevölkerung und jeder soll einfach zuschauen? Sicher nicht. Keinen Fuß breit dem Faschismus. Obwohl seit Monaten die Propagandamaschine gegen Putin auf Hochtouren läuft, wollen diese ganzen Bemühungen bei der Bevölkerung von Deutschland und Österreich nicht wirklich fruchten. Die Menschen wissen, dass hier etwas ganz gewaltig stinkt. Noch nie war die Kluft zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung so groß. Die neueste Erklärung von unseren Medien für diesen Zustand ist, dass Putin eine geheime Internetarmee unterhalte, die die Kommentarspalten von Nachrichtenportalen mit pro-russischen Beiträgen überschwemme und in den sozialen Netzwerken Putin-Propaganda verbreitet. Ich bin auch so einer. Man könne doch meinen, mit dieser Aussage am Gipfel der Lächerlichkeit angekommen zu sein. Doch wenn man glaubt, dümmer geht's nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Rasmussen daher. Der Generalsekretär der NATO, Andreas Fogh Rasmussen, behauptete neulich bei einer Konferenz tatsächlich, dass ihm Informationen zugetragen wurden, wonach Russland die Anti-Fracking-Bewegung in Europa steuere, um uns weiterhin von russischem Gas abhängig zu halten. Rasmussen sagte, ich habe Verbündete getroffen, die berichten können, dass sich Russland als Teil seiner ausgeklügelten Informations- und Desinformationstätigkeit aktiv mit sogenannten Nichtregierungsorganisationen engagiert, also Umweltschutzorganisationen, die gegen Schiefergasförderung vorgehen. Ziel der Regierung in Moskau sei es, Europas Abhängigkeit von importierten russischen Gas aufrechtzuerhalten. Zumindest das ist das meine Interpretation. Greenpeace hat diese Unterstellung von Rasmussen, Russland würde die Anti-Fracking-Bewegung steuern, als völlig absurd zurückgewiesen. Die Behauptung, wir sind Putins Marionetten, ist so grotesk, man muss sich fragen, was rauchen die drüben im NATO-Hauptquartier, sagte ein Sprecher von Greenpeace. Man kann die Verzweiflung förmlich spüren. Man kann sie aus den Artikeln in den großen Zeitungen herauslesen. Sie schaffen es einfach nicht, die Menschen in Kriegsstimmung zu versetzen. Vor circa einem Monat, Ende Mai, erschien im Spiegel ein Artikel mit dem Titel »Putin hat den Propagandakrieg gewonnen«. Ja, da möchte ich dem Autor gerne recht geben. Ich würde aber ein alternatives Warum anbieten. Erstens sind es die Menschen im Westen leid, ständig belogen zu werden. Immer wenn ein Krieg im Raum stand, wurde er mit Lügen begründet. Vietnam, Irak 1 und 2, Serbien, Afghanistan, Libyen, alle auf Lügen aufgebaut. Seit Jahren wird uns die atomare Bedrohung des Iran vorgespielt. Syrien sollte wegen eines falschen Chemieangriffs zerstört werden. Es reicht. Zweitens hat Putin das Recht ganz klar auf seiner Seite. Und mit seiner geheimen Internetarmee hat er das den Menschen im Westen klargemacht. Vor dem Besuch Wladimir Putins in Wien hagelte es überaus ungerechtfertigte Kritik. Die USA haben Österreich unterstellt, es untergrabe die gemeinsame Linie der EU. Laut EU dürfe Österreich einen solchen Staatsbesuch gar nicht alleine durchziehen.
Aber Österreich weiß, dass die Rahmenbedingungen eines Besuchs des Präsidenten der Russischen Föderation keine Rolle spielen. Wir haben diesem Land viel zu verdanken, als dass wir uns eine Unhöflichkeit dieser Größenordnung in abzuweisen erlauben könnten. Mit diesem Besuch hat uns Putin einen riesigen Gefallen getan. Österreich kann sich nun als Vermittler und Brückenbauer geben. Dass Putin schon am Montag den Rat der Föderation bat, ihm die Erlaubnis für einen Einmarsch in die Ukraine zu entziehen, hatte nicht wirklich was mit dem Besuch in Wien zu tun. Österreich tut trotzdem so, als hätte es einen Teil dazu beigetragen. Putin hat mit dieser Tat auf jeden Fall wieder eine Menge seiner Kritiker mundtot gemacht. Am wichtigsten aber das Hauptargument dieser ganzen Panikmache-Strategie der NATO zerschmettert. Er hat wieder einmal deutlich gemacht, wer sich wirklich ein friedliches Miteinander wünscht. Wurde eigentlich in den USA irgendeine Notverordnung vom 11.09.2001 bis heute wieder zurückgenommen? Am Dienstag hier in Wien hat Wladimir Putin Politik gemacht. Österreich hat gestaunt und der Westen hat zugeschaut. Nebenbei wurde auch noch ein Vertrag zwischen ÖMV und Gazprom zum Bau der South Stream Pipeline unterzeichnet. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass in diesem Artikel enthaltene Wörter wie Amerika, amerikanisch oder Amis ausschließlich die Regierung der USA meinen und nur zur Vermeidung von Wortwiederholungen gewählt wurden. Hier wird ausschließlich die Meinung des Autors vertreten. Sie muss nicht unbedingt der Meinung der Redaktion entsprechen. Sie können diesen Artikel frei vervielfältigen unter der Bedingung, die Quelle anzuführen, ohne die Artikel zu verändern und ohne sie für geschäftliche Ziele zu benutzen. Diesen ganzen Bericht sowie die zuständigen Links, Nachweise findet ihr ab Mittwoch auf der Homepage der Friedensmahnwache. Des Weiteren findet ihr einen Musterbrief an Rasmussen und einen Brief an den Bundespräsidenten, den ihr gerne vervielfältigen und schicken könnt. Danke. Okay, servus Leute. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Es ist eigentlich schweinekalt, finde ich, deswegen bin ich auch so gut angezogen. Das war jetzt eine lange Rede. Ich mache es jetzt ein bisschen interaktiv dafür. Habt ihr euch eigentlich schon Gedanken gemacht, wie man zu Alternativen kommt? Also statt sozusagen gegen etwas zu demonstrieren, was kann man denn im täglichen Leben machen? Habt ihr euch immer Gedanken gemacht? Außer Friede. Freie Liebe. Es gibt genug zu tun und genug Organisationen. Genau auf das wollte ich hin, danke. Welche Organisationen fallen euch denn ein? Wie? Gaia? Mhm. Kennt irgendwer Gemeinwohlökonomie zum Beispiel? Eine meiner Lieblingsorganisationen. Wer kennt die Gemeinwohlökonomie? Okay, wisst ihr, was die Gemeinwohlökonomie tut? Ich meine, es geht darum, den Finanzbilanzen eine Gemeinwohlbilanz gegenüberzustellen. Das heißt, der Erfolg eines Unternehmens wird nicht mehr nur im Profit gemessen, sondern vor allem im Gemeinwohlprodukt. Das kann man eindeutig messbar machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel regional wirtschaftet, demokratische Modelle in Unternehmen einführt und so weiter, gibt es halt ganz viele Gemeinwohlpunkte. So werden halt Unternehmen gemeinwohlorientiert vergleichbar und damit könnte man einen positiven Wettbewerb herstellen, sozusagen einen Wettbewerb des Gemeinwohls. Deswegen finde ich diese Idee also sehr gut. Also wäre es auch meiner Meinung? Die brauchen jede Menge Unterstützung. Also wenn die so viel Unterstützung kriegen, wie das, was ich da jetzt gerade höre, dann hätten wir eigentlich keine Probleme. Aber was gibt es noch? Zum Beispiel Globalisierung. Positive Gestaltung von Globalisierung. Attac fällt mir da zum Beispiel ein. Die machen das ganz gut. Wer kennt Attac? Eigentlich jeder fast, oder? Ja, eigentlich logisch. Ja, die setzen sich halt für die positive Gestaltung der Globalisierung ein. Also Globalisierung an sich ist ja nichts Problematisches. Man müsste sie halt nur mit Regeln versehen, damit das Ganze fair abläuft. Weil derzeit gewinnt in der Globalisierung natürlich der Stärkste, also sprich der, der die Löhne am meisten drückt oder die Sozialstandards
weiter nach unten sinken lässt. Das ist natürlich alles gewinnfördernd. Das heißt, es geht um Regeln. Es geht um Regeln für Kapitalverkehr, es geht um Finanztransaktionssteuern, es geht um Ethikstandards für Unternehmen und Konzerne. Und wenn ihr ATTAC sozusagen da unterstützen wollt, also das ist mein persönlicher Favorit, vielleicht fällt euch mal was weiteres ein, also ich habe da eine ganze Liste. Wir werden demnächst auch was auf der Webseite Montag, friedensmahnwachen.at, diese Liste auch veröffentlichen. Dauert sicher nicht mehr allzu lange, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Oder machen wir weiter. Also benutzt irgendwer Open Source Software? Ja, einer hat geschrieben, super. Ja, also Open Source Software ist Software, die in gemeinschaftlichen Verbund mit mehreren Softwareentwicklern entsteht. Dahinter ist meistens eigentlich kein Gewinninteresse. Das Interesse dahinter ist das, dass die Software einfach frei zur Verfügung steht und sozusagen nicht für machtökonomische Zwecke gebraucht werden kann, sozusagen. Ja. Das ist eigentlich eine ganz positive Sache. Sogar das Betriebssystem von Apple basiert auf Linux zum Beispiel. Ja. Also Linux ist da Vorreiter in diesen ganzen Sachen. Es gibt Open Office, man muss nicht immer Microsoft Office verwenden. Da gibt es also jede Menge Alternativen. Ja. Was kann man noch machen? Ja? Also für Menschenrechte kann man sich auch einsetzen. Ich bin seit einem Monat Amnesty International Mitglied, ich zeige da halt ein bisschen was und ich glaube, das bringt auch was. Ja? Also kleine Beiträge bringen auch schnell mal was. Wer sich das anschaut, was diese Organisation macht, wird sicher begeistert sein. Natürlich haben die auch auf die fragwürdige Menschenrechtssituation im Westen ein Auge. Da geht es nicht immer nur um dritte Weltländer. Also die setzen sich da sehr differenziert mit diesen Themen auseinander. Ja? Oder was gibt's noch? Fällt euch noch irgendwas ein? Aus dem Stegreif? Bitte? Wutgruppe. Wutgrupp. Das verstehe ich nicht, tut mir leid. Foodsharing. Achso, ja genau. Da haben wir Foodsharing. Das wird bei uns eh schon gut vorgelebt. Leider ist die Waldrat heute nicht da, aber die Kerstin vertritt ganz kompetent. Schon wieder. Also jeder, der nach der Hocken daherkommt, wird das sehr zu schätzen wissen, dass er da ein bisschen was zum Arbeiten kriegt. Ja, ja, na, super Sache. Oder was auch mit regionalen Wirtschaften zu tun hat, weil Foodsharing ist natürlich meistens eher regional, was nicht mehr gebraucht wird. Oder Food Corps, genau. Es gibt aber auch sowas wie Komplementärwährungen oder Alternativwährungen, die sagen eigentlich sicher auch was, oder? Also ich rede nicht von Bitcoins. Ja? Regionalwährungen sind dazu da, um also sozusagen die Wertschätzung im regionalen Verbund fließen zu lassen. Dazu ist das Ganze da. Das ist natürlich sehr gut, weil somit kann sie die Wertschätzung nicht mehr so konzentrieren. Die Konzentration ist zwar ganz okay, wenn es um komplexe Produkte wie Handys und Computer geht, weil da braucht man sehr viel Spezialisierung und große Firmen, damit man solche Sachen überproduzieren kann. Aber viele Sachen des täglichen Gebrauchs, Massage, Haarschneiderei oder was auch immer, solche Sachen, die braucht man im regionalen Verbund und da zahlen sich solche Regionalwährungen sehr gut aus. Ja? Und es gibt auch Tauschkreise und Zeitbanken, die sind im Prinzip sehr ähnlich vom Konzept her. Ja, was es noch gibt übrigens, also jetzt mache ich schon wieder Eigenwerbung mit irgendwas, was mich sehr interessieren muss, nämlich das Projekt Bank für Gemeinwohl zum Beispiel. Danke, endlich. Es ist eh nicht ganz unbekannt. Wir gründen Österreichs erste alternative Bank, je nachdem, wie man es halt definiert. Alternativ insofern, dass es halt überkonfessionell und überparteilich ist. Insofern ist sie alternativ. Wir versuchen uns auf ethisch nachhaltige und ökologisch nachhaltige Investitionen zu beschränken. Auch zum Beispiel verzichten wir auf spekulative Eigengeschäfte natürlich, wie zum Beispiel Lebensmittelspekulationen. Das Ganze soll strengstens oder möglichst so gut wie es halt geht einfach am Gemeinwohl ausgerichtet werden. Das heißt, wir versuchen ressourcenschonend zu arbeiten, wir versuchen eine geringe Gehaltsspreizung umzusetzen, dass halt sozusagen die Putzkraft, wenn die 1.000 Euro verdienst, dann dürfte sozusagen der Manager nur 4.000 Euro verdienen. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber so ungefähr ist das Prinzip. Wir setzen da einen sehr, sehr großen Fokus auf Gerechtigkeit in dem Fall. Ja. Diese Bank gibt es leider noch nicht. Wir bemühen uns gerade eben, um die juristischen Weichenstellungen zu machen, damit das bald funktionieren kann. Die Kampagne könnte sein, dass sie schon um den Jahreswechsel herum startet. Diese Kampagne dient der Kapitalsammlung.
für die Gründung dieser Bank. Ja? Man kann dann auch demokratisch gleich direkt mitbestimmen in dieser Bank, wenn man Genossenschafter ist oder wie auch immer die Rechtsform dieser Bank sein wird. Ja, also ich würde euch ganz herzlich einladen zum Mitgründen. Diese Bank wird auf jeden Fall ein Gamechanger werden, so wie das in Deutschland schon die GLS Bank macht. Die existieren schon seit halben Ewigkeiten. Diese Modelle zahlen sich ja auf Dauer auf jeden Fall aus. Ja. Ja, fällt euch sonst noch irgendwas ein? Ich meine, ich stehe sonst ein bisschen auf verlorener Flur da. Bitte, Creality, genau. Ubuntu, fällt mir ein. Creality, da geht es um das Zusammenführen von Nachfrage und Angebot von Talenten, glaube ich. Ja? Und generell. Super. Es geht um generell. Finde ich gut. Ja, man kann sich natürlich so gut wie möglich man kann im täglichen Leben vieles machen. Ja? Man kann auf Plastik möglichst verzichten, wenn es geht, irgendwie. Man kann versuchen, wenig Aluminium zu verbrauchen, weil es einfach vom Energieaufwand einen Haufen braucht. Oder versuchen, möglichst regional und autark zu wirtschaften. Solche Sachen. Und natürlich, ganz wichtig, kritisch denken. Kritisch und frei denken. Ja? Das ist leider was nicht in den Unis gelehrt wird. Ja. Sollten wir uns vielleicht mal Gedanken drüber machen. Danke. Danke für den interessanten Beitrag. Der nächste Redner ist der Stefan. Stefan, bitte zum Mic. Applaus für Stefan. Danke. Zuerst mal der Prinz Chaos. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein Aktivist aus Deutschland, der auch bei den Mahnwachen aktiv ist, der spielt heute ein Konzert. Und zwar ist das im Theater am Spittelberg. Und für Leute, die hier von der Mahnwache dann dorthin gehen, am besten geschlossen, gibt es ermäßigten Eintritt. Also 5 Euro sollten irgendwie bezahlt werden und wer mehr hergeben will, gibt mehr her statt 16 Euro. Dann am 19. Juli, das ist ein Samstag, da ist in Berlin ein Treffen aller Mahnwachen. Also wer die Zeit hat und das Interesse hat, sich das zu geben, ich glaube, dass das ein Riesenereignis werden könnte, weil tatsächlich alle Mahnwachen dorthin fahren. Ich kann leider nicht, mein Papa feiert seinen 60. Geburtstag. So. Mir wird ja immer wieder indirekt über einige Journalisten, Menschen auf Facebook oder im Internet unterstellt, dass ich ein Antisemit bin. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ich will erzählen, was ich bin. Ich bin ein Anti-Schwurbelit. Ich bin gegen Schwurbeliten, weil ich diese Gruppe von Menschen als sehr, 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 sehr gefährlich betrachte. Jetzt wissen natürlich viele von euch nicht, was ein Schwurbelit ist. Ich weiß es auch erst seit gestern. Aber ich werde jetzt einfach ein bisschen von den Schwurbeliten erzählen. Der oder die Schwurbelit oder schlicht auch Schwurbler genannt, ist ein Mensch, der auf seine Intelligenz schwört und meint, dadurch wahrlich weise zu sein. Es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, klug und gebildet zu sein. Aber die höchste Erkenntnis im Wissen liegt darin, immer zu wenig zu wissen. Oder um es schlicht nach Sokrates zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das führt zu einer Bescheidenheit und zu einer Demut, die anderen Menschen und auch ihren Meinungen mit Achtung und Respekt begegnet. Der oder die Schwurbelit oder auch Schwurbler genannt, pfeift auf Demut.
Die persönliche Wahrnehmung wird zum Weltdogma hochgeschwurbelt und alle, die sich nicht diesem Dogma anschließen wollen, werden über kurz oder lang zur Minderwertigkeit degradiert. Da werden dann Fakten und Tatsachen verschwurbelt und zu Hetzschriften verfasst, dass sogar ein Herbert Kickl seine Freude daran hätte. So schwurbelt Jutta Ditfurth über Prinz Chaos, ich zitiere von ihrer Facebook-Seite, dann sprang er plötzlich eines Montags auf die Bühne der Montagsquerfront und umarmte noch auf der Bühne den Antisemiten Lars Mehrholz, der alle Krisen der Welt, also auch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg und die Shoah, seit 100 Jahren den Juden in die Schuhe schiebt. Ja, da wurde mir richtig übel. Zitat Ende. Das ist schon Doppel-Plus-Geschwurbel. Zuerst wird Prinz Chaos angeschwurbelt und dann schwurbelt sie noch Lars Mehrholz zum Antisemiten, weil er angeblich in den letzten 100 Jahren den Juden die Kriege in die Schuhe geschoben hat. Das ist eine sehr heftigst dahergeschwurbelte Lüge, weil Mehrholz, der hat die FED kritisiert, aber nie hat er irgendetwas gegen Juden gesagt. Jetzt könnte ich aber auch sagen, wenn Jutta Ditfurth sofort daran denkt, dass bei Kritik an der FED Juden mitkritisiert werden, dass sie eine strukturelle Antisemitin ist. Könnte sein. Aber vielleicht ist das auch schon Geschwurbel. Und ich will kein Schwurbler sein, weil ich Schwurbelisten als sehr komisch empfinde. Die Schwurbeliten sagen nämlich auch, dass Menschen, die sich gegen Fracking aussprechen, sogenannte Putin-Versteher sind oder zumindest vom Kreml unterstützt werden. Überhaupt neigt der Schwurbler dazu, Menschen, die aus einer Not heraus auf das Leid andere hinweisen, zu stigmatisieren. Sei es eben wieder einmal der Putin-Versteher, der sich gegen das Zerbomben von Zivilisten in der Ukraine wehrt. Sei es der Amerika-Hasser, der sich wie Jürgen Tötenhöfer gegen den Drohnenkrieg wehrt. Der Gutmensch, der eine humanere Asylpolitik verlangt. Oder auch der Antisemit wie Ken Jebsen, wenn er radikal auf das Besatzungsproblem der Palästinenser hinweist. Es wird so lange herumgeschwurbelt, bis der Schwurbler sich als großer Aufdecker, als moralisch-ethische Instanz und als großer, einziger Bewahrer der Wahrheit hochstilisiert hat. Auch in Wien habe ich schon so manche Schwurbeliten getroffen. Die haben mir zum Beispiel erklärt, dass wenn Soldaten, die dem Staat Israel dienen und Befehle der israelischen Regierung ausführen, wenn diese Soldaten palästinensische Kinder töten, dann zählt das als Selbstverteidigung. Weil die Palästinenser hassen den Staat Israel, somit ist es als Selbstverteidigung zu sehen, wenn Palästinenser von der israelischen Regierung unterdrückt werden. Und wenn man sich dagegen ausspricht, wenn man sagt, dass die israelische Besatzungspolitik Unrecht ist, dann wird man zum Antisemiten angeschwurbelt. Au, sage ich da. Jakob Augstein schreibt darüber auf Spiegel Online. Ich zitiere: Aber wenn jede Kritik an israelischer Besatzungspolitik antisemitisch ist, hört Antisemitismus auf, etwas Verwerfliches zu sein. Das freut die echten Rassisten und Antisemiten. Zitat Ende. Eine spannende Aussage. Folgt man der These der Schwurbeliten, da müssen die eigentlich auch das Apartheid-System in Südafrika gutheißen oder gut geheißen haben. Denn letzten Endes hat sich die weiße Bevölkerungsschicht ja nur gegen den Hass der Schwarzen gewehrt, den sie aber jahrzehntelang geschürt haben. Das heißt dann wohl über kurz oder lang auch, dass wenn ich mich hier gegen Schwurbeliten ausspreche, die mich laut ihrer Logik unterdrücken dürfen. Vielleicht wollen die Schwurbeliten die
Menschen, die sich auf der Friedensmahnwache für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit aussprechen, in Umerziehungslager stecken. Ein bisschen Schwurbelwäsche mit unserem Gehirn machen, damit wir dann ihrer Argumentation widerspruchslos folgen können. Zum Beispiel, wenn mir jemand, Tatsache, erschwurbelt, dass es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt. Gar keinen Unterschied. Dass alle Differenz nur Erziehung ist. Und wenn ich dann frage, ob der werte junge Schwurbelit schon mal etwas von Östrogen oder Testosteron gehört hat, dann schwurbelt er mich als Reaktionär nieder. Wenn ich dieser Schwurbellogik folge, dann wachsen den Frauen nur deshalb Brüste, weil sie so erzogen werden. Und den Männern auch nur Bärte, weil es an der Erziehung, aber sicher nicht an den Hormonen liegt. Und Penis und Vagina werden wohl von außen in den Mutterleib hineingegendert. Das war jetzt überspitzt gesagt, ich weiß. Ich weiß auch, was der Schwurbelit mir letzten Endes sagen wollte, nämlich, dass die Frauen und Männer mental betrachtet gleich funktionieren. Aber der Schwurbelit darf sich gern mal Verbrechensstatistiken ansehen. Da wird schnell klar, dass es mit dem Testosteron gesteuerten Geschlecht ein bisschen eigen läuft. Vielleicht wäre es ja ratsam, sich diese Unterschiede wirklich klar zu machen, um mit einer ganzheitlichen Erziehung die Probleme, die sich aus einer biologischen Tatsache ergeben, minimieren zu können. Aber der Schwurbelit möchte gar nicht auf meine Argumente eingehen. Er möchte sie einfach als rechtsgerichtet und reaktionär abstempeln, damit er sich schwurbelig überlegen fühlen kann. Der Schwurbelit glaubt nämlich, überlegen zu sein. Er fühlt sich überlegen, ob seiner Intelligenz, ob seiner ethischen und moralischen Vorstellungen und lässt das mit Genuss allen spüren, die er glaubt, unter sich zu haben. Das bezeichne ich als Schwurbelismus. Andere Menschen könnte wohl auch das Wort Faschismus auf der Zunge liegen. Denn Faschismus muss nicht immer rechtsextrem oder nationalistisch sein. Faschismus kann auch totalitär oder autoritär sein. Und die Schwurbeliten sind gefährlich nahe dran, sich aus ihrer behaupteten Überlegenheit heraus in dieses System, in den Faschismus zu bewegen. Die Ikone, die Führerfigur haben sie schon. Den Feind haben sie auch schon ausgemacht. Und der blinde Hass schlägt seine Welle ihnen entgegen. Konstantin Wecker schreibt auf seinem Facebook-Profil in Richtung der Schwurbeliten, ich zitiere, ich werde mir weiterhin den Luxus einer eigenen Meinung leisten und dem Prinzip treu bleiben, wüste Beleidigungen nicht in demselben Stil, in demselben schlechten Stil zu erwidern. Dazu liebe ich die Sprache zu sehr. Und eines wird mir immer klarer. In der ach so gerechten Welt dieser Selbstgerechten möchte ich nie leben. Ihre Ziele können nicht die meinen sein. Auch wenn sie ähnlich klingen, es fehlt die Liebe. Nicht mehr und nicht weniger. Zitat Ende. Und das stimmt. Das fehlt den Schwurbeliten. Es fehlt an Liebe. Denn aus Liebe zum Leben, aus Liebe zu sich selbst, wächst auch Achtung und Demut vor dem anderen, vor der Meinung des anderen und die Bereitschaft, mit Menschen zu reden, zu diskutieren und ihnen zuzuhören. Denn wenn die Schwurbeliten mir oder vielen anderen, die hier reden, zuhören würden, wenn die Schwurbeliten mir oder vielen anderen, die hier reden, die gleiche Aufmerksamkeit geben würden, die sie manch abstrusen Theorien, die auf den Mahnwachen kundgetan werden, entgegenbringen, dann würden die Schwurbeliten merken, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen uns geben würde. Gemeinsamkeiten, die einen Wandel der Gesellschaft herbeisehnen, und auch herbeiführen können. Aber die Schwurbeliten weigern sich, aus ihrer blinden Arroganz heraus
auch nur im Ansatz wirklich zuzuhören und grenzen andere Menschen dadurch aus. Leider merken sie nicht, dass sie letzten Endes nur einen Zaun um sich selbst ziehen, der sie in ihrer kleinen, dogmatischen Schwurbelwelt gefangen hält. Nachdem ich grundsätzlich gegen Ausgrenzung bin, kann ich auch die Schwurbeliten nicht tolerieren und bekenne mich somit öffentlich zum Anti-Schwurbelismus. Ich werde die nächste Zeit intensive Forschungen darüber anstellen und euch auf dem Laufenden halten. Ein schlagkräftiges Argument gegen Schwurbler habe ich aber schon entdeckt, welches ich euch nicht vorenthalten möchte. Nehmt euch etwas zum Schreiben zur Hand. Es ist wichtig, weil wirksam. Also, wann immer euch ein Schwurbler versucht, als neue Rechts, als Querfrontler, als Antisemit oder als was auch immer zu bezeichnen, dann spannt euer Zwerchfell und entgegnet ihm ein herzliches Pfff. Das wirkt. Und jetzt möchte ich noch was Ernst Gemeintes sagen. Wehret den Anfängen. Während die Aktivisten rund um die Friedensmahnwachen genötigt werden, sich abzugrenzen und auszugrenzen, gibt es Menschen, die sich darüber ins Fäustchen lachen. Wehret den Anfängen. Lasst uns aufeinander zugehen, unsere Meinungen anhören, auch wenn wir damit nicht einverstanden sind. Lasst uns gemeinsam gegen Hetze, gegen Menschenhass, gegen Intoleranz auftreten. Aber gestehen wir doch wirklich jedem Menschen zu, dass er das Potenzial hat, sich oder seine Wahrnehmungen zu erweitern und zu ändern. Schließen wir uns nicht gegenseitig aus, hören wir uns zu und reden wir miteinander. Redet miteinander, redet mit allen, hört euch gegenseitig zu und sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner, der im Falle der Friedensmahnwachen ohnehin episch ist, nämlich Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen. Glaubt ihre Lügen nicht, das System
Rebellion, Selbstbestimmung, du selbst bist der Schlüssel. Und bist du bereit zu kämpfen, dann spreize deine Flügel. Aus Gedanken werden Taten, Bewusstsein will ich schaffen. Das nicht zu spät und gemeinsam können wir stoppen, wenn wir den Weg des Friedens gehen. Willst du die Welt verändern, verändere dich selbst, befreie dich von den Ketten, von dem, was dich am Boden hält, der Sonne entgegen, das Einzige, was zählt. Armin und Karin, bitte zu mir kommen, wenn es geht. So, der nächste Redner ist der Anton Schmidt. Herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Leute. Habt ihr gewusst, dass im Parlament immer mehr Dinge, Angelegenheiten und auch Korruptionsfälle unter Verschlusssache gehandelt werden? Also das heißt, Ausschluss der Öffentlichkeit und dass wir das nicht wissen dürfen. Das heißt, Gesetze werden diesbezüglich durchgepeitscht. Und das können wir uns nicht gefallen lassen. Es betrifft Angelegenheiten oft, die von massiv öffentlichem Interesse sind. Ja, ich bin ein Betroffener von genau solchen Dingen in einer riesen politischen Tragödie. Und da geht es um den Eurovision Song Contest und die Gender-Debatte ist nur vorgeschoben. Ja, also die Gender-Debatte ist grundsätzlich eine Betrugsangelegenheit. Ich werde hier einen Vorspann vorlesen und dann ganz, also relativ kurz in das Thema einsteigen. Und ich werde danach Pamphlete verteilen, damit man versteht, um was es sich in der Geschichte handelt. Ja, was da schon geschehen ist. Ja, das ist eine Tragödie. Ablenkung, Betrug und Täuschung, das gezielte Sand und Zucker in die Augen streuen und blasen. Die Atomisierung der menschlichen Gemeinschaften, das ist es, welche die Eliten wollen. Dort, wo das Geld zu Hause ist. Das herrschende Geldsystem hilft ihnen dabei, ihre Macht auszubauen und zu zementieren. Die Konglomerate, die ihnen angeschlossen sind, verfolgen ebenfalls dieses Ziel. Lebensmittel, Agrar, Erdöl und Pharmaindustrie. Nicht zu vergessen die Waffenindustrie und Waffenlobby. Die Wissenschaft und Forschung ist großteils darin systemisch eingebettet. Dahingehend geht das Ausbildungsprogramm unter Anführungszeichen an den Universitäten. Die Halbwahrheiten, Lügen und gezielten Desinformationen sind der Standard der Referenten und Professoren. Habe ich selber also in sehr grausamer
persönlicherweise auch erfahren müssen, unter anderem mit dem Professor Hausel, der Kommunikationswissenschaftler und Publizistikprofessor sich nennt, und vom ORF sehr, sehr gefördert und ins Rampenlicht gezerrt wird. Eine Tragödie, dass solche Menschen Macht in diesem Land haben, also die Menschen zu beeinflussen. Ja? Wo bin ich stehen geblieben? Ja? Alles wird statistisch zerlegt. Die Leute sollen nicht erkennen, auf welchem Zug wir fahren. Die Zusammenhänge nicht wirklich erkennen. Nicht hinter den Vorhang sehen. Also dahin geht die Konditionierung. Man darf sich zwar informieren, man darf sich über das Internet informieren. Es gibt genug Informationsmöglichkeiten von wirklich tollen Leuten wie den Andreas Popp zum Beispiel, den ich durchaus auch verehre, würde ich sagen, denn der ist unabhängig. Es geht um die Unabhängigkeit, ja, also der Information. Das ist sehr, sehr wichtig. Das wird auf den Schulen und Universitäten nicht gelehrt, denn da herrscht die Abhängigkeit und das ist durchaus grausam. Ja. Die Menschen, die Studenten beispielsweise, werden in diese merkwürdigen Geschäftsgebaren hineinkonditioniert. Wir produzieren massenweise unbedarfte Menschen. Ich habe das selbst erlebt, zum Beispiel da, unter anderem beim Kurier, welche Leute dort arbeiten. Durchaus unbedarft. Ja? Also warum haben die eine lange Ausbildungszeit hinter sich? Wie ist das möglich? Beim Kurier ist mittlerweile das Raiffeisen Hauptgebäude ist mittlerweile der Mutgasse gleich 10 Schritt vom Kuriergebäude entfernt. Ja? Die Frau Salomon nennt sich in erster Linie Geschäftsführerin und nicht Journalistin. Und das Wort Geschäft ist natürlich damit in den Vordergrund gerückt. Ich habe eine Geschichte mit ihr oder mit einzelnen Redakteuren dahinter. Ja? Man hat mir die Polizei ins Haus geschickt, weil ich sie ihnen Hintergründe über den Eurovision Song Contest berichtet hatte in vielen Mails. Auch dort war beim Kurier, auch bei Ö3, da ist einmal die Vega-Einheit gekommen am 21. Mai 2012, ja, um mich wegzubringen, weil ich mir ein Messer an die Kehle gehalten hatte, die Vega, ja. Da war natürlich Blitzlichtgewicht, Gewitter, also Fotos sind geschossen worden, massenweise Ö3, die Krone, Kurier, die Presse haben alle geschwiegen. Damit war zu erkennen, dass natürlich etwas im Busch liegt, dass in Wahrheit da einiges dahinter liegt, weil sonst hätten sie ja berichtet, dass dort jemand war in der Cafeteria von Ö3 und sich das Messer an die Kehle gehalten hat und Pamphlete verteilt hat, auch früher schon, vor dem 21. Mai 2012, und also die Wahrheit berichtet hat, die eine politische Tragödie darstellt. Ja? Es ist erschütternd, und daran konnte jeder erkennen, damals 2012 im Mai, dass die nicht daran interessieren, die Wahrheit zu berichten. Denn einige Zeitungen haben schon berichtet, allerdings, da war ich der Prolo-Protestler oder Psychopath. Ja, Österreich zum Beispiel. Die Zeitung Österreich ist sehr schlimm, also was es bedeutet, Zeitungsenden, Lügen, Halbwahrheiten zu verbreiten. Das ist bekannt allgemein. Ich habe das selbst erfahren. Ja. Die Pressestandards sind ziemliche Propagandainstrumente, was man jetzt sehen kann im Zuge der Ukraine-Krise. Ja. Wir wissen, welche amerikanischen Gesellschaften da im Hintergrund auch arbeiten, ja, um diese Medien zu manipulieren. Wir produzieren massenweise unbedarfte Menschen, die sich wiederum im gegenseitigen Wettbewerb unter Anführungszeichen, denn es ist natürlich ein Wettbewerb, aber dennoch Anführungszeichen, fertig machen. Dadurch sinkt der Standard, der Stress steigt. Der Stress soll ja auch steigen, damit sich diese Würmer der Menschen, als diese offenbar betrachtet werden, anstrengen, um oben zu schwimmen und Karriere zu machen. Die Fehleranfälligkeit und Verweigerung der betroffenen Menschen und auch Organisationen und Betriebe steigt ebenfalls dramatisch an. Also es werden immer mehr Fehler produziert. Schließlich wird nur mehr Schrott produziert. Das ist jetzt etwas überspitzt ausgedrückt, aber es stimmt ja, wenn man die Konzernstrategien betrachtet. Und durch diese Systematik und das sich im Wettbewerb fertig machen, wird ja auch wiederum mehr Schrott produziert. Die Behörden und Instanzen setzen auf Verweigerung im zunehmenden Ausmaß. Die Annelies Rohrer, die teilweise also in der Presse auch unter Querformat-Debatte schreibt,
hat dieses Thema auch ausdrücklich zur Sprache gebracht. Die Instanzen setzen auf Verweigerung und Verarschung, weil das System immanent ist. Zwingend logisch also. Und der Stress steigt bei allen. Darum auch, dass viele weghören und der Zustand der Menschen im Allgemeinen, also einer gewissen kognitiven Dissonanz und ein nicht wirklich erfassen. Ja. Ich empfehle dazu, Parkinsons Gesetze zu lesen. Parkinson war ein britischer Kolonialbeamter und Soziologe. Einfach genial, was er schon in den 50er Jahren deutlich und überdeutlich herausschälte aus der Verwaltungsindustrie. So kann man es nennen. Inszenierung, Täuschung, Betrug und Verrat mit dem Ziel, die Menschen zu blenden, zu verwirren. Mit dem Ziel, die Menschen und Gruppen weiter zu gezielt zu spalten und zu atomisieren. Ja? Das ist der Song Contest, ja, den viele als etwas begreifen, wo es mittlerweile angeblich um Toleranz geht. Ja, tolerant wäre es zum Beispiel, dass keine Gesetze beschlossen werden, die darauf abzielen, Geheimhaltung und Verschlusssachen zu produzieren, also Angelegenheiten, die uns alle etwas angehen, dass die Medien auch recherchieren dürfen. Denn dahingehend werden auch massiv Gesetze erlassen, dass eben nicht recherchiert werden darf. Das ist keine Toleranz, liebe Leute. Das ist das Gegenteil von Toleranz. Da sieht man, dass Täuschung am Werke ist, Betrug und Verrat. Und solche Vertreter können wir uns nicht bieten lassen. Ja, das ist Verrat an den Menschen in Österreich, aber auch, wie der Zug läuft, Verrat an den Menschen Europas. Und wir werden eine Europa-Debatte führen müssen, im Kleinen und in vieler Hinsicht. Ja? Und das Parlament und die dazugehörigen Parlamentarier, die ja praktisch nur Stimmvieh sind, also das kann es nicht sein. Ja? Also das sind untragbare Zustände. Die Menschen und Gruppen weiter zu spalten und zu atomisieren. Da geht es nicht um Toleranz, wie vorgegeben. Nein, es geht um gezielte Spaltung der Menschen und Gruppen, um ihnen immer mehr die Identität zu entreißen, damit sie sich an die herrschende Konditionierung anpassen. Was den Konzernen und den Ausbildungsstätten hilft, gefügig und verwirrt zu machen. Die Elite hat schließlich ein Programm. Und ich glaube durchaus, wenn man die Puzzlesteine zusammenlegt, ja, und ich glaube, das kann mittlerweile jeder, wenn er sich informiert, wenn er sich informieren will, wenn er die richtigen Bücher liest. Ich empfehle zum Beispiel Dirce Fleck, die vierte Macht. Ja, da sollte es eine Debatte ja geben über die Medien, die Hintergründe, wie Medien funktionieren. Und diese Debatte gibt es leider noch nicht, aber die wird kommen und die wird kommen müssen. Denn wir werden verarscht, durch den Fleischwolf getrieben. Da kann man es sehen, ja. Danke, ja. All das Marketinggetriebe, reine Inszenierung und Betrug. Wir sollten die nötigen Fragen, was Europa betrifft, nicht stellen, aber wir sollten sie eben stellen. Aber durch die Ablenkungsindustrie, und das ist auch dieser Eurovision Song Contest, der Toleranz vorgibt, ja. Ich selber bin Grundzeuger und ich werde danach noch einige Pamphlete verteilen. Ich habe massenhaft an E-Mail und Beweismaterial, was da schon alles geschehen ist. Es hat über das Land Italien Tote gegeben im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest. Ich selber bin Grundzeuger und ich bin auch politischer Sieger als Österreicher. Ich heiße nicht Udo Jürgens und mein Name ist auch nicht Conchita Wurst. Und die ganze Angelegenheit ist alles andere denn Wurst. Ja, denn es geht um Hintergründe, was Europa betrifft und ein Zusammenwachsen Europas, aber nicht auf dieser Ebene, wie es derzeit gehandelt und getan wird, wie uns die Industrie, die Unterhaltungsindustrie, die Politik, die Konzerne dahingehend zwingen wollen. Denn das ist ebenfalls nicht tolerant. Und das können wir nicht tolerieren, liebe Freunde und Mitmenschen in Österreich. Ja, wir werden handeln müssen und das Heft wieder in die Hände nehmen müssen, auch wenn hier wenig Leute sind. Wir werden da gemeinsam zu Prinz Chaos gehen, wie das vorhin schon veranschlagt worden ist. Ich habe den Herrn übrigens auch getroffen am 21.
am 21. Juni hier im 20. Bezirk. Er hat ein Interview dem Radio Orange gegeben. Übrigens, er hat mir gesagt, da er ein guter Freund ist von Konstantin Wecker, Prinz Gauss, ja, er hat mir also unter uns gesagt, ja, der Konstantin Wecker hat sich deutlich gegen die Jutta von Dietfurt gestellt mit ihren Aussagen. Ja, ich hoffe, das dringt durch und Prinz Chaos wird das auch der Allgemeinheit sagen, dass auch unser Freund, der hoffentlich ist, oder auch der Konstantin Wecker, nicht die Meinung von Jutta von Dietfurt vertritt. Ja, ich selber werde dann noch einige Pamphlete verteilen. Ja, schönen Dank. Vielen Dank. Bitte die Michaela, sollte ich bitte hier kurz melden. Und ja. Und der nächste Redner ist der Armin. Ja. Achso, ich wollte sagen, es ist eigentlich schon die Eben, die Rede. Es war eigentlich schon Open Mic. Und jetzt. Armin, ja. Ja, nein. Servus. Hallo, ich bin der Armin. Manche kennen mich vielleicht schon von ein paar Montagsdemos. Ich habe eigentlich, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe einfach gehört, da gibt es einen Open-Mic-Blog, da kann man sich eintragen, da bekommt man ein kleines Skript, das man sich durchliest, also man hinhalt, also dass zum Beispiel jetzt nicht drin steht, nichts Rechtsradikales, eh logisch, und auch keine Parteienwerbung machen, eh logisch, also im Grunde recht menschliche Vorgaben. Ich habe nur einen kleinen Zettel gemacht mit ein paar Bildchen, damit ich eine kleine Struktur drinnen habe, aber ansonsten ist eigentlich alles frei erzählt. Ich will eigentlich nur so viel sagen, also was mich recht stutzig gemacht hat, ist in der Arbeit, da habe ich eine Zeitung und da steht zum Beispiel drinnen, ja die ISIS kommt her nach Bagdad und die sind auf einmal im Irak und sind ganz böse ausgerüstet. Da denke ich nach, vor 2 Monaten, 3 Monaten, war die ISIS, also Islamischer Staat Syrien-Irak, offiziell von der Österreich-Zeitung die guten Freiheitskämpfer, die wir doch bitte mit Waffen zu unterstützen haben. Also Islamischer Staat Syrien-Irak. Und jetzt wundert er sich, dass die auf einmal daherkommen nach Irak mit den ganzen Waffen, die sie auf einmal frisch haben. Man schaut einfach nach in die Zeitung und blättert das ein bisschen durch, das macht irre viel Spaß. Danach merken wir noch generell, also die Informationen, die wir hier bekommen, sind ziemlich hardcore. Die Welt geht zugrunde, wir werden alle sterben, mal ganz übertrieben ausgedrückt. Das System ist im Untergang geweiht, bla 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 bla. Es ist so schrecklich. Aber was können wir tun? Na, wir können sehr viel tun. Wir können ganz viel tun. Ich war zum Beispiel am Samstag am Top-Info-Forum. Falls es irgendwer kennt, da gibt es ein paar leiernde Klicks. Das Top-Info-Forum, das bietet da eben. In dem Fall war es, ja, dafür habe ich meine Liste, meine wunderschöne. Da war mal der Joe Kreisler, der Freeman Austria, der war vor 3-4 Montagsdemos da, ein sehr aufgeweckter Typ, einfach leiwand, hat natürlich verschlafen, der dann erst erster reden sollen, hat er gleich mal verschlafen, hat das aber super rübergebracht, das war super, der Typ taugt man ab. Dann war natürlich der Professor Franz Hörmann da und sein Name, also ist halt der Artikel gestanden, Willkommen in der neuen Welt. Also sobald das online ist, solltet ihr euch das auf jeden Fall anhören. Franz Hörmann einfach, ich glaube, dazu muss ich nicht mehr sagen. Gut, danach war dann eben der... Ich kann den Namen nicht lesen, weil ich meine eigene Schrift nicht lesen kann. Super bist. Danach war der Harry Friedman da mit dem Bankster Club. Also der hat das Buch mit dem Bankster Club geschrieben. Das war auch recht leibend. Und danach gab es dann eben noch den Verein Gaia. Die zeigen einfach, wie man sich eine, ich sage mal, Heizung selber bauen kann, selber warten kann, verbraucht eigentlich nicht viel Strom, beziehungsweise generiert sogar Strom, man braucht eigentlich nur Wasser zur Inbetriebnahme. Die machen sogar einen kleinen Workshop in Wien, bin ich auch dabei, also die zeigen einfach, wie man diese Maschine selber bastelt, finde ich einfach genial. Danach gab es noch einen, der hat eben generell über das Freigeldsystem gesprochen, wie wir das heute mehr oder weniger in kleinen Schritten einbringen können. Ein anderer hat darüber geredet, dass, naja, in einem Dorf, also ich weiß den Namen jetzt nicht auswendig, schaut euch einfach das Top-Info-Forum an. Sehr viele Organisationen, die wirklich Gutes vorhaben. Der andere sagt zum Beispiel, naja, wir brauchen in unserem Dorf Solaranlagen auf unsere Dächer. Die Dinge sind ja verdammt teuer. Na, was machen wir? Na, auf einmal haben es 300 Leute zusammen gehabt
haben sie zu einer Genossenschaft zusammengestellt und haben gesagt, sind dann zum Hersteller gegangen und haben gesagt, wir sind 300 Leute, wir würden gerne die Solaranlagen haben. Wir sind 300 Leute, wir hätten gerne einen gescheiten Preis dafür. Na ja, logisch, haben sie einen gescheiten Preis, einen besseren Preis aushandeln können. Also was ich am Top-Info-Forum festgestellt habe, ist einfach, dass es sehr viele unterschiedliche Organisationen gibt, die wollen auch miteinander kooperieren. Und als Einzelner kann man nicht überall hingehen. Also es gibt Leute für den Tierschutz, es gibt Leute für den Umweltschutz, es gibt einfach, es gab sogar einen Stand, da haben sie einfach eine neue Art von Investition gezeigt für Firmen, also für große Firmen zum Beispiel. Also es gibt für so viele Interessensgruppen, so viele verschiedene Organisationen unter Anführungsstrichen, die alle noch im Aufbau sind, muss man dazu sagen, aber die sich trotzdem vernetzen wollen und miteinander kooperieren wollen, wie zum Beispiel das Informationsgeld von Franz Hörmann und der Plan B mit Andreas Bob, die wollen natürlich auch miteinander kooperieren. Es geht einfach nur darum, um eine Vernetzung, man will sich einfach hier eine Art Netzwerk schaffen, wo man unabhängig wird, wo man im besten Fall sogar arbeitslos wird, weil einem die Gruppe einfach alles bietet, was man braucht. Derzeit sind sie, wie gesagt, noch im Aufbau, aber meiner Meinung nach wird das so abrennen, dass das System wird weiterrennen, die werden ihr ganzes Öl verbrauchen, vielleicht wird das Gas ausgehen, aber die Leute, die halt jetzt schon so eine kleine Gaia-Heizung zu Hause haben, denen ist es wurscht, also der heizt trotzdem zu Hause, der braucht kein Gas. Und mein Ziel ist einfach, dass die Netzwerke, oder mein Wunsch ist es einfach, dass die Netzwerke so groß und so stark sind, dass wenn es einfach wirklich zu einem großen Kollaps oder großen Crash kommt, dass wir einige Leute davon einfangen können. Natürlich, wer glaubt, dass das alles Schwachsinn ist und das wird nicht funktionieren, und das schaue ich mal kurz an, aber ich glaube eh nicht dran, ja, dann wird es nicht funktionieren. Aber wer sich einbringt oder wer auch wirklich was da tun will, muss sich einfach nur informieren, schaut mal beim Top-Info-Forum vorbei, wer da alle geredet hat, schaut sich die Prospekte an, schaut es euch einfach nur im Internet an, es gibt genug Leute. Danke, danke, danke. Ah ja, dann die große Versammlung aller Montagsdemos. Ich habe kein Auto, ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ich glaube, so geht es einigen Leuten. Vielleicht schafft man das ja, eine kleine Fahrgemeinschaft zu gründen. Oder mit dem Zug generell. Es gibt auch leibende Kombi-Tickets, dass man einfach nicht alleine dorthin fahren muss. Ich kenne mich in Berlin nicht aus. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die schon in Berlin oder irgendwo in Deutschland waren, die sich auskennen. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde mich gerne anschließen. Das war nämlich wirklich super. Ja, vielen Dank für die Rede. Die nächste Rednerin ist die Karin. Ja. Hallo Karin. Hallo. Mein Name ist Karin und ich gratuliere euch, dass ihr noch alle da seid, weil mir ist urkalt, ja. Also ich stecke schon von einem Fuß auf den anderen, also ich bräuchte sogar Handschuhe. Also dass ihr das so gut ausharrt, super. Ich spreche hier zum zweiten Mal wieder zum Frieden zwischen den Geschlechtern. Beim ersten Mal hatte ich ein Plakat dabei, nämlich Bring Back Our Girls. Diesmal habe ich kein Plakat dabei, aber ich spreche mal in die Kamera, vielleicht hört der Zuständige zu. schade, sage ich, Herr Gabalier. Schade. Er hat diese Chance nicht genutzt, obwohl das schon abgemacht war, dass in der Bundeshymne eben auch der Beisatz für Töchter und Söhne stehen soll, was auch schon gedruckt ist anscheinend in den Schulbüchern. Und die zukünftigen Schüler werden die Bundeshymne auch nur mehr so lernen. Was mich mehr stört ist, mir wäre es ja sonst gar nicht aufgefallen, was mich mehr stört, dass er extra Arbeit generiert hat. Ich meine, er hat schon recht, die Politiker haben Besseres zu tun und jetzt generiert er nochmal eine Arbeit. Die Politiker müssen das nochmal durchkauen. Es gab eine Fernsehsendung extra. Er hat das Thema wieder aufgewirbelt. Und ich finde schade, Herr Gabalier, dass Sie die Chance nicht genutzt haben, weil es wäre sicher ein internationales großes Echo gekommen. Auch von Indien, auch von Nigeria und von anderen internationalen Ländern. Das wäre wirklich ein PR gewesen für Sie. Sie haben es leider vermasselt. Die Christa Stürmer war da ein bisschen gescheiter. Vielleicht hätte sie dort bei der Formel 1 singen sollen, weil da wäre die Formel 1 noch populärer geworden. Auch die Formel 1 hat Konkurrenz, wie in die Grand Prix zum Beispiel, ja.
ist in Asien viel, viel bekannter wie die Formel 1. Und genauso die der Herr Neuwirth Tom, bekannt unter Conchita Wurst, hat auch ihre seine Chance genutzt, für mehr Toleranz international auf der Welt zu sorgen. Nur der Herr Gabalier hat es leider nicht geschafft. Und ja, und was mich wundert, anscheinend gibt es da eine Wahl, eine Abstimmung zur Bundeshymne. 76% sind für die alte Version. Also ich habe keine Wahlkarteneinladung bekommen, auch hatte ich keinen Anruf für eine Abstimmung. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Wahl gab und woher diese Prozente stammen. Ja, und der Herr Gavalier wäre sicher jetzt auch in vielen internationalen Talkshows eingeladen worden, aber leider, Sie haben es vermasselt. Schade. So, dann möchte ich ganz gern die... Okay, dann darf ich euch jetzt die Michaela begrüßen. Hallo, hört man mich? Ja? Okay. Also das ist mein erstes Mal hier. Ich rede auch noch, habe noch nie von einem Rednerpult geredet, aber ich brauche das wegen der Papieren. Ich versuche mich kurz zu halten, weil es kalt ist. So. Erstens mal, es ist toll, dass ihr jeden Montag hierher kommt und dass es ganz unterschiedliche Menschen sind mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Interessen. Und es gibt einen Wunsch, der uns alle hier vereint, und das ist Friede und Freiheit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist noch etwas anderes. Für mich, der Grund, warum ich jetzt fast jeden Montag hierher komme, ist, weil ihr hier seid, weil ihr Menschen hier seid, die euch für etwas einsetzt. Und das spürt man, und das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte einen kleinen, ganz kleinen Beitrag leisten, und zwar über Bewusstseinswandel sprechen. Weil für mich Bewusstsein sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube, dass wir sehr manipuliert werden. Und es an uns liegt, jeden Einzelnen die Verantwortung für sein eigenes Bewusstsein zu übernehmen und damit was zu tun. Wenn wir das Geldsystem hernehmen, dann geht es dort immer wieder nur um Macht. Politik ist Mittel zur Manipulation und Instrument des Machterhaltes. Und das Ganze basiert auf Schuld und Angst. Und solange die Menschen das akzeptieren und in Schuld und Angst leben, funktioniert dieses Geldsystem. Dasselbe Struktur gilt für die Kirche, für den Staat und für viele internationale Organisationen. Es ist immer wieder dieselbe Struktur. Ich mache das sehr grob, man kann ins Detail gehen, aber es ist zu kalt. Das Ganze geht so lange gut, solange die meisten Menschen nicht merken, dass das Spiel so läuft und einfach das hinnehmen. Auch weil sie vielleicht keinen Ausweg sehen oder weil sie Angst haben. Und die vielen Skandale, die vielen Korruptionsfälle, die immer extremeren Maßnahmen, um mehr und mehr Geld zu bekommen, um die Menschen immer mehr zu kontrollieren, zeugen aber von dieser großen Dysfunktion dieses Systems. Die sogenannten Behörden und Verantwortlichen dieses alten Systems funktionieren einfach nicht mehr. Und das System ist jetzt so weit, dass es zu kriminellen Methoden greift. Viele erzählen euch schon davon. Der Peter Sloterdijk, das ist ein Philosoph, hat bei seiner Rede zum Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2013 eine Fundamentalkritik am modernen Verwaltungs-, Betreuungs- und Steuerstaat gesprochen. Und ich verkürze das jetzt. Einer seiner zentralen Sätze ist, es gibt eine zunehmende Neigung von hochentwickelten Steuerstaaten zum organisierten Betrug an ihren Bürgern. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Organisierter Betrug an den Bürgern. Man muss wirklich... Organisierter Betrug und organisiertes Verbrechen, bitte. Wenn man das nur intellektuell hört, versteht man es nicht wirklich. Man muss das wirklich emotional, ja körperlich spüren, um diese Ungeheuerlichkeit in sich wirklich zu verstehen. Das Fehlverhalten von Banken und Politik und all diesen Organisationen ist so eklatant, dass jetzt bereits viele, so wie ihr, aber auch andere, viel mehr bewusst sind, also was man aufgewacht nennt, und sich fragen, wie das weitergehen soll.
Viele sind noch in den alten Gewohnheiten verfangen und wagen nicht den Schritt, Nein zu sagen und das Spiel einfach nicht mehr mitzuspielen. Aber es ist in Wirklichkeit ein Spiel. Und das muss man wissen. Und wir sind alle Teilnehmer dieses Spieles, entweder aktiv oder passiv. Und das Spiel ist unfair. Wir sind dafür konditioniert worden, andere Menschen, die Medien, die Schule, die auch mit Schuld und Angst arbeiten, haben das ihre dazu beigetragen und uns in unserer Entfaltung unterdrückt. Uns wurden sehr gezielte Informationen enthalten. Hat jemand in der Schule zum Beispiel etwas über unser Rechtssystem gelernt? Oder wie der Gelderschaffungsprozess geht? Oder etwas, wie man sich gesund ernährt, tatsächlich gesund ernährt? Ich habe zum Beispiel in meiner Schullaufbahn 2x die griechische und die römische Geschichte erzählt bekommen, aber dann ging es nur bis 1918. Danach gab es keine Zeit mehr. Also nach 1918 gab es für mich keinen Geschichtsunterricht mehr. Und übrigens, wusstet ihr, dass es in Österreich keine Schulpflicht gibt? Tatsächlich keine Schulpflicht. Das ist mir erst vor ein paar Wochen aufgegangen, als ich den André Stern, den Franzosen, getroffen habe, der auch in dem Film Das Alphabet mitspielt, der selber nie in eine Schule gegangen ist. Es ist tatsächlich so, ihr könnt das nachgoogeln, es gibt keine Schulpflicht in Österreich, aber es gibt eine Bildungspflicht. Das heißt, man muss die Kinder prüfen lassen, ob sie eben altersmäßig richtig lesen, schreiben, rechnen können. Also wir spüren, dass diese Institutionen nicht mehr dienen, sondern uns eher leiden lassen. Und wir wachen auf und sagen, das gefällt mir nicht. Und dann kommt gleich die verbale Keule und sagt, du fantasierst, du spinnst, das sind Verschwörungstheorien. Und eigentlich meinen sie, geh zurück und schlaf weiter, gib Ruhe. Aber zum Glück gibt es inzwischen viele Menschen, die aufgewacht sind, und es gibt Wissenschaftler, Künstler, sogar Broker, die einfach nicht mehr mitspielen und sich äußern, um ihre erwachte Sicht der Dinge darzustellen. Natürlich werden sie von den Massenmedien gemieden oder schlecht gemacht, aber die Fakten, die sie vorlegen, sprechen für sich. Und ich möchte einen da nennen, beispielhaft, das ist der Dr. Rupert Sheldrake. Ich weiß nicht, ob jemand den kennt. Das ist ein englischer Biologe. Er hat 2012 ein Buch geschrieben, das heißt The Science Delusion or Science Set Free. Und seine Grundideen findet ihr auf YouTube in einem verbotenen TED-Talk. TED ist so eine Organisation, die sehr viele Interviews mit Wissenschaftlern und verschiedenen Leuten macht. Also bitte googelt einfach TED-Talk, Rupert Sheldrake, verbotener TED-Talk. Es ist 20 Minuten, da nennt er 10 Punkte Dogmen der konventionellen Naturwissenschaften, um zu zeigen, dass selbst sie ein Glaubenssystem oder eine Weltsicht sind. Eine materialistische Weltsicht, die in einer Sackgasse steckt. Sein Talk ist übrigens recht amüsant, mit typisch trockenem britischen Humor. Und er ist ein Wegbereiter zu dieser neuen Weltsicht, die von einem verkrustenden Denken wegführt und eigentlich auch für die Wissenschaft neue Möglichkeiten schafft. Und vor kurzem war ich, wie gesagt, bei einem Vortrag von André Stern, der gemeinsam mit dem Neurobiologen oder Hirnforscher Dr. Gerald Hüther an neuen Formen des Umgangs mit Kindern arbeitet. Und das führt mich jetzt von diesem alten Welt zum neuen Selbstverständnis. Und er sagt da ein paar ganz, ganz entscheidende Punkte, die eigentlich für uns Schlüssel sind, um zum neuen Selbstverständnis zu kommen. Erstens, Spielen ist Lernen. Also wir müssen alle wieder viel, viel mehr spielen. Schön. Zweitens, das Gehirn ist ein Problemlösungsinstrument. Das Gehirn will Probleme haben, dort kriegt man auch nicht Alzheimer. Das Wichtige ist, dass man, wenn man Probleme löst, sie mit Begeisterung löst. Das heißt, das Gehirn funktioniert am besten, wenn wir mit Begeisterung arbeiten. Deswegen funktioniert auch die Schule nicht, wo wir gezwungen werden. Der nächste Punkt ist, nicht nur Begeisterung, sondern auch Gelassenheit ist sehr wichtig. Und da kommt wieder das Thema vom alten System mit dem Zwang, Druck und Angst, was die Kirche, Staat, Banken und Schule erzeugen, dazu. Es ist nämlich so, das erklärt der Dr. Hüther, wenn wir mit Angst irgendwie konfrontiert werden, dann funktioniert unser Hirn nicht, dann erstarren wir förmlich. Aber wenn wir sehr gelassen sind, dann kann das Hirn funktionieren. Darum sitzen wir auch hier da drüben, meistens auf dieser Stelle und meditieren, um eben eine gewisse Ruhe und Gelassenheit zu erzeugen, die notwendig ist.
Und wenn ihr euch ein bisschen mit Rupert Sheldrake beschäftigt, werdet ihr verstehen, dass das funktioniert, weil wir alle in einem morphischen Feld sind. Jetzt könnt ihr wieder googeln, was ein morphisches Feld ist. Ich gehe jetzt noch einmal auf den Hüter, den Professor Hüter zurück von der Hirnforschung, und der erklärt, wie man am besten mit Angst fertig wird. Ratet mal wie. Vorschläge? Singen. Nein, er sagt singen. Man geht ja auch in den Keller, wenn man Angst hat, und singt, nicht? Oder so. Also er meint, weil wir dann unsere Körperhaltung verändern und das Gehirn dazu gebracht wird, dass es eben positiv ist. Also bitte, wir sollten alle wieder viel mehr singen. Nicht nur die eine schöne Dame, die hier singt. Zweitens, spielen. Und wie schon gesagt, je mehr Begeisterung, desto besser für unser Gehirn, dass sich innerhalb von 14 Tagen verändern kann. Und das auch noch mit 85. Es geht nur um die Begeisterung. Unser Gehirn ist limitless. Das ist eine tolle Message. Und dann gibt es noch ein paar andere Punkte, die mir nur so eingefallen sind. Das eine ist informieren. Je besser wir informiert sind und je mehr Überblick wir haben, desto weniger Angst haben wir und desto weniger können wir manipuliert werden. Viertens, natürlich Networking. Also je mehr wir zusammenarbeiten, und zwar mit Begeisterung zusammenarbeiten, desto besser geht es und finden wir neue Lösungen. Fünftens, ich komme fast zum Schluss, und das ist ein tiefer Wunsch von mir, Respekt vor und füreinander. Denn auf einer tiefen Ebene sind wir wirklich tatsächlich alle eins, aber, und das wird oft missverstanden und zu leicht behauptet, das ist etwas, was man mit seiner Seele erfahren kann, wenn man nicht mehr von der materiellen Welt sich bestimmt wird. Nicht vorher. Vorher ist es nur ein Wort, das gesprochen wird. Es gibt niemand das Recht, alle gleich zu machen, wenn er nicht diesen Zustand erreicht hat schon. Das sind nur leere Worte. Es ist sehr wichtig, dass wir uns auch in unserer Individualität sehr schätzen. Das ist enorm wichtig. Jeder von uns ist etwas Besonderes. Das muss man auch wissen. Und ein anderer ganz großer Wunsch von mir, ein neues Verhältnis und neues Verständnis von und mit der Natur. Aber keine irgendwelche besondere Bewegung, sondern wir müssen verstehen, dass wir selber Natur sind und keine Maschine. Jeden Atemzug, den wir machen, das ist Natur. Das ist so bewusst, dass wir uns nicht mehr trennen von der Natur. Und wenn wir meditieren, können wir sogar Wolken verändern, wenn ihr wollt, oder Wetter verändern. Das geht wirklich. Ich habe es erlebt. Und ich möchte jetzt mit dem Physiker und Querdenker und Visionär Dr. Hans-Peter Dürr enden. Der sagt da, wir haben lange genug an den Ästen gesägt, auf denen wir sitzen. Jetzt wird es Zeit, unseren Platz im Ganzen der Natur neu zu definieren und uns endlich als Teil eines Gesamtprozesses zu verstehen, und damit die Chance zu ergreifen, dass jeder und jede von uns einen Teil dazu beitragen kann, das Lebendige lebendiger werden zu lassen. Und jetzt sage ich euch noch was, das hebt ein bisschen ab und geht sehr ins Abstrakte, wird vielleicht ein bisschen überfordern, aber ich sage es trotzdem. Er sagt einfach, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann ist es wunderbar. Das ist der Augenblick, wo man kreativ wird. Wenn ich alles weiß, bin ich nicht kreativ. Es ist die Unwissenheit, die einen kreativ macht. Wenn wir das lernen, dann werden wir auch wirklich lebendig. Und wenn man lebendig ist, dann werden wir anders. Jeder ist einmalig. Jeder, der einmalig ist, kann der Gemeinschaft etwas geben, was die Gemeinschaft nicht hat. Und das macht uns freudig und glücklich. Das ist der Grund, warum wir überhaupt auf der Welt sind. Wir haben das 3,5 Milliarden Jahre geübt. Und das ist eine ganz neue Sichtweise. Du musst, und das sagt noch einmal Dürr, du musst in diesem Zustand bleiben und dir sagen, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht begriffen. Und dann wird die Welt so groß und dann haben wir das Element des Lebendigen und dann stellen wir fest, dass das, was wir als Welt betrachten, immer lebendig ist. Auch dieser Tisch oder dieses Pult hier ist lebendig, aber es weiß es nicht. Es gibt nur Lebendigkeit. Danke. Ja, vielen Dank. Applaus.
Ich wollte mich nochmal bedanken wegen dem Networking. Das haben sich, glaube ich, schon 6 Leute, habe ich gehört, eingetragen in unsere Banner-Workshop-Liste. Also Applaus. Ne? Als nächstes werden wir die aktuellen News von Tom wieder auf. Ja. Ja, Freunde, seit 8 Wochen demonstrieren wir vor diesem Parlament. 10 Wochen. 10 Wochen? 10 Wochen. Ja. Und Jubiläum. Wir haben nicht geahnt, wer dieses Haus bewohnt. Das sind Helden, das sind Titanen der Geschichte. Aber ich habe gelesen im Standard von 22. Juni etwas über Parlamentsdelegation in Amerika. Und einige von unseren Abgeordneten sind wirklich ganz groß. Ich zitiere Standard. Pilz, der grüne Abgeordnete, hat gemeint, dass die Aktivitäten von National Security Agency, CIA, die müssen vollständig aufgeklärt und kontrolliert werden. Der Pilz, das ist... Er will die CIA und National Security Agency vollständig aufklären. Na, wunderbar. Aber selbst das war seinen schwarzen und roten Kollegen ein bisschen zu revolutionär und aufrührerisch. Also wie kann man es wagen, überhaupt die National Security Agency, also den amerikanischen Geheimdienst, zu kontrollieren? Und seine Kollegen, und ich zitiere wieder, Schieder und Lopatka, das sind die Club-Obmänner, die bezeichneten die Kooperation zwischen Österreich und amerikanischen Geheimdiensten dennoch als sehr wichtig. Standard, bitte lesen. Ja, die Praxis, diese Zusammenarbeit läuft natürlich wunderbar seit 1945, obwohl Österreich neutral ist und dürfte nicht mit einer Weltmacht kooperieren. Ja, versuchen Sie es einmal, einen kleinen Ausflug nach Hainburg zu machen. Da gibt es einen Berg. Von dem Berg sieht man nach unten, also nach Pressburg, Bratislava. Und oben gibt es einiges an Elektronik. Wenn man in diesem Parlament gefragt hat, wer ist verantwortlich für diesen Hochposten, hat das Innenministerium gesagt, also wir nicht. Das Außenministerium weiß auch von nichts, Verteidigungsministerium, Bundeskanzleramt. Niemand ist verantwortlich für diese ganz klare Zusammenarbeit mit amerikanischen Geheimdiensten, aber es funktioniert wunderbar. Ja, Freunde, was ist in dieser Woche noch passiert? Stichwort Lampedusa. Wie viele Flüchtlinge sind seit einer Woche in Lampedusa auf den überladenen Boden gelandet? Ja gut, also die Schätzungen 1200, 1500 pro Woche, davon 30 in etwa von Haien gefressen. Also nichts Neues, Lampedusa ist nichts Neues. Ja, was wollt ihr noch hören? Was war in der Welt wichtig? Hat jemand eine Idee? Doch, ich habe eine super Idee. Es ist ja am Wochenende diskutiert worden beim SPÖ-Parteitag in Tirol die Cannabis-Freigabe. Was haltet ihr davon? Also ich bin zwar kein Kiffer, ja, nämlich absoluter straighter Typ, ja, und sieht man an der Krawatte, ich versuche mich da immer ein bisschen zu verkleiden, ja, um das Image auch aufrechtzuerhalten, auch Freund und Partner der Polizei, ich sage immer der falsche Feind, ja, die geben mir nicht die Weisungen, das ist das Innenministerium und die Politik. Aber meine Meinung ist, weg mit der Kriminalisierung. Cannabis ist ein wertvoller Rohstoff, mit dem kann man irrsinnig viel anfangen. Ist ein Heilmittel, eine wirklich wunderbare Droge und ich bin dafür, dass man dort die Kriminalisierung aufhebt.
sehr wertvoller Beitrag und man kann, es gibt auch aktuelle Berichte über Cannabis. Was war vor einer Woche in Albanien, in einem Dorf in Albanien, wird Cannabis angebaut seit 20 Jahren und natürlich, das Dorf lebt von Cannabis. Die albanische Polizei hat jetzt versucht, die Felder, also die Ernte zu zerstören. Ob das gelungen ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen eines, Albanien ist demnächst ein Kandidat der EU-Mitgliedschaft. Nicht schlecht. Und in dieser Woche ist noch etwas passiert. Drei weitere Länder, Ukraine, Moldawien und Georgien, haben Assoziationsverträge mit Europa unterschrieben. Ja, das wird eine Bereicherung für uns alle. Damit gute Nacht, Leute. Hey. Ja, das ist natürlich, manchen wird das hier natürlich sehr freuen, dass Cannabis legalisiert wird, aber ich denke da auch irgendwie, wenn die jetzt die nachher dieses Super Cannabis von Monsanto jetzt auch auf den Markt kommt, ob wir das wirklich wollen. Ich weiß nicht. Also die nächste Rednerin ist die Carissa. Hallo, freue mich, dass ich wieder da bin, dass ihr wieder da seid. Und genau darum geht es mir. Ich will ganz offen mal sagen, für mich bedeutet, an die Wurzel gehen, tiefer gehen, bedeutet nicht aggressiver werden, sondern bedeutet eigentlich den Versuch machen, einer Sache näher zu kommen. Welcher Sache? Eigentlich mir selbst und der Frage, wer sind wir? Wer sind? Das frage ich jetzt auch als Mensch, als Lehrerin. Ich frage, wer sind die Kinder? Wer bin ich, dass ich den Kindern etwas beibringen kann? Ist es überhaupt so, dieses Gefälle? Hier bin ich oben, dort die Kinder unten. Ich bringe ihnen etwas bei. Nein. Wenn ich ganz radikal bin, dann muss ich sagen, ich selbst lerne von den Kindern. Und je länger ich unterrichte, und das sind jetzt immerhin schon 20 Jahre, muss ich sagen, es wird immer mehr, was die Kinder mir beibringen können und woran sie mich erinnern. Ich meine dieses Wort auch wirklich, ich nehme Wörter gerne beim Wort, erinnern. Sie führen mich zu dem, was ich wirklich bin. Und da möchte ich jetzt einfach nur ein paar Punkte, ein paar Dinge, wie sie vor mir aufscheinen, einfach erwähnen. Zum Beispiel habe ich manchmal gesehen, Kinder brauchen Raum, brauchen Stille, brauchen Raum, und zwar, wo sie sich als zweckfrei erfahren, wo sie sich als Mensch erfahren und erfahren dürfen, dass Menschsein nicht in erster Linie bedeutet, etwas zu tun, aktiv zu sein, sondern es genügt einfach, da zu sein. Ich brauche nichts tun. Es gibt einen weisen Philosophen, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, hat gesagt, damals haben die Leute noch Lateinisch gesprochen, zum Teil. Agere sequitur esse, hat er gesagt. Das bedeutet, das Tun folgt dem Sein. Das Sein ist aber das Erste. Und für das, um sein zu können, muss ich nichts tun. Und wenn ich das mal wirklich auf mich wirken lasse, wenn ich das mal wirklich mir auf der Zunge zergehen lasse, wenn ich das mal wirklich integriere oder zulasse, diese Wahrheit,
dann kann ich mich wirklich entspannen, dann kann ich gelassen sein und sagen, hey, es wird Zeit aufzuwachen, als der Mensch, der ich wirklich bin. Ich kann mich mal zurücklehnen, ich kann mal aufhören mit dem ganzen Rumgetue. Und da komme ich dann gleich auf einen anderen Punkt, nämlich ich finde es ziemlich tragisch zu sehen, dass die Kinder nicht nur in den Schulen und Kindergärten, in den sogenannten Erziehungsanstalten gedrillt werden, darauf zu tun und immer mehr zu tun. Ich höre ständig im Lehrerzimmer Lehrer beklagen, er tut nichts. Bei mir tut er auch nichts. Ja, bei mir tut er überhaupt nichts. Er sollte etwas tun. Ja, wenn er glaubt, er braucht sich tun, ja, dann wird er schon sehen, wohin er kommt. Ja. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht solche Dinge höre. Was ich sagen wollte ist, in den sogenannten Erziehungsanstalten wird direkt manipuliert, wird direkt darauf hingearbeitet und werden Kinder darauf hingedrillt, zu tun und aktiv zu sein und zu übersehen, dass sie eigentlich da sind. Da sind, um wahrzunehmen, zu hören, zu erleben. Es gibt andere Schienen der Manipulation, die unter der Kategorie Unterhaltung laufen. Habt ihr euch schon einmal angeschaut, was auf in Spielzeuggeschäften, gerade in der Abteilung für die sogenannten Bubenspielzeuge, rumsteht in den Regalen an, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, diese Typen, diese Muskelmänner und diese wieder? Ja, diese Actionfiguren. Ja? Ihr wisst, wovon ich spreche, ihr wisst, was ich meine. Ja? Ich muss ein Kind nicht unbedingt zwingen und muss nicht unbedingt mit der Peitsche hinter ihm stehen, um ein Kind zu suggerieren, es käme darauf an, immer zu tun und zu siegen und besser zu sein als die anderen. Ja? Sondern das sind Dinge, die bekommen die Kinder so nebenbei mit über die sogenannte Unterhaltung. Das sind die Spiele, ob das Computerspiele sind, ob das irgendwelche Spiele auf den Handys sind. Ja? Ihr wisst, wovon ich spreche. Das ist so die eine Seite. Andere Seite ist, dass das doch cool ist. Das ist doch nichts mit wirklichen Krieg zu tun hat. Das ist einfach nur Spiel. Was hast du denn? Ja? Und dann wird einfach, und das ist die andere Seite, dass man daneben einfach das normal findet, dass man dazu lächelt. Das ist dann in der Mädchenabteilung, sitzen dann die lächelnden Puppen. Die lächeln zu allem. Lächeln rüber in die Abteilung, wo die Warcraft-Helden mit ihren Muskeln protzen. Leute, als Frau sage ich mal, solche Männer. Ich verstehe nicht, wie man auf solche Männer stehen kann. Auf solche Typen. Nein. Ja, und das ist auch Manipulation. Oder nehmen wir das Fernsehen, die Computerspiele, was auch immer. Und da sage ich eines. Ich sage das als Lehrerin, ich sage das als Mutter, ich sage das als Mensch. Wir müssen für uns selbst und für die Kinder Freiräume schaffen, die von Zweckfreiheit bestimmt sind. Wo der wichtigste Inhalt dessen, was wir zu vermitteln haben, nicht sich um die Frage dreht, was sollen wir tun und als nächstes und als nächstes und als nächstes und als nächstes tun, sondern die Frage im Vordergrund steht, wer bist du, wer bin ich,
Was fühle ich? Was liegt all diesem Fühlen zugrunde? Wage ich es, in ein Gefühl wirklich hineinzugehen, ohne ständig mir irgendwelche Geschichten zu erzählen, die sich darum ranken oder die ich übernehme von anderen, sondern wage ich es einfach zu sein. Danke. So, wir hätten jetzt eigentlich noch zwei Redner, aber ich wollte jetzt mal fragen, wie seht ihr, wollt ihr noch eine Rede hören oder seid ihr schon vom Wetter? Hebt mal bitte alle die Hand oder so, wenn ihr noch was... Passt, okay. Der nächste Redner ist der Mario. Also, ich halte es kurz, weil ich glaube, wir frieren alle schon ein bisschen. Ich möchte aber jetzt noch kurz einhaken bei meiner Vorrednerin. Kinder sind unser höchstes Gut. Und das ist unsere Zukunft. Auf die haben wir besonders Acht zu geben. Mein Name ist Mario Rank und ich habe eine gute Nachricht. Wir sind alle frei. Der jüngste Beweis dafür ist ein paar Wochen jetzt her. Vor ein paar Wochen gab es ja so eine EU-Abstimmung. Vielleicht kann sich jemand erinnern. Also die Freien haben gesiegt. 60% wollten nämlich kein kriegsführendes Bündnis unterstützen und wollten dort niemanden hinschicken von seinen Politikern, die dort die Krümmung der Banane berechnen. Und ich finde, das ist was Tolles. Wir sind heute freier, als es damals Leopold Figl formuliert hat. Es war auch vor kurzem Wladimir Putin in Wien. Der Bundespräsident hat ihm den roten Teppich ausgerollt. Auf der anderen Seite bei der EU hat Österreich aber die Position bezogen, doch Russland auch zu sanktionieren. Das ist typisch für die österreichische Regierung. Das ist vollkommen typisch für sie. Sie dreht sich nach dem Wind. Auf der einen Seite werden Geschäfte gemacht und auf der anderen Seite wollen wir auch mitmischen. In der großen Weltpolitik. Aber ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass sich das ändern wird. Ich möchte nur erinnern an Zwentendorf. Österreich ist atomkraftfrei. Und so sehe ich das. So sehe ich das mit dem Frieden auch. Wir können hier jetzt, von Österreich aus, weil keiner will Krieg. Wir wollen alle Frieden. Du kannst alle Menschen fragen, kein Mensch will Krieg. Aber irgendwer macht ihn doch. Wir können von Österreich aus etwas machen, was Bertha von Suttner vor über 100 von Jahren schon gefordert hat. Wir können die Waffen niederlegen. Wir können ein Vorbild sein. Ein Vorbild sein für alle Nationen dieser Welt. Endlich aufhören, uns zu bekriegen. Bertha von Suttner hatte am 18. Juni jetzt, also vor 12 Tagen, den 100. Todestag, den habe ich gefeiert, da werden Peace Heroes in die Auslagen gehängt, Poster von Peace Heroes, die Geschichte von Helden der Geschichte, die Fotos von Helden der Geschichte, um darauf hinzuweisen, wir können auch alle Peace Heroes sein. Frieden gehört wieder ins Bewusstsein der Menschen. Wir sind heute, oder wir waren hier insgesamt in den letzten Tagungen hier, ich schätze mal so maximal 300 Leute. Aber es wollen alle Frieden. Es gibt keinen in dem Land, der Krieg will. Verhalten wir uns auch danach. Ich bin mir sicher, wir können was tun. Ich bin mir ganz sicher.
Weil, und das ist jetzt der springende Punkt, 98% der Menschen sagen von sich, was soll denn einer bloß tun? Zusammentun, Leute. Zusammentun. Netzwerke bilden. Diese ganzen Punkte, die wir alle schon kennen. Und nicht gegen etwas sein, sondern für etwas sein und für etwas auftreten. Und ich glaube, wir haben hier eine gute Plattform geschaffen und ich wünsche mir, dass es weitergeht und dass es viel mehr von den Friedensmahnwachen gibt. Ich danke euch. So, der nächste Redner ist der Kaiser. Guten Abend. Ich möchte wieder meine Einleitung bringen, wie jedes Mal. Ein guter Vortrag ist ohne Manuskript und ein genialer ist ohne Vorbereitung. Ich halte immer Stegreifreden zu verschiedenen Themen und heute habe ich mir gedacht, es wäre ein gutes Thema, die Schüsse von Sarajevo und die Gerüchte, dass der britische Geheimdienst da was im Hintergrund gehabt hat. Da gibt es nämlich einen belgischen Autor und Belgien heißt immer, dass es darum geht, Brüssel, wo sind die undichten Stellen in Brüssel? Das Brüsseler Parlament ist dazu da, uns zu verheimlichen, was die großen Konzerne mit der Wirtschaft ausgemacht haben. Und da gibt es eben eine Geschichte, dass hinter dem Attentat der britische Geheimdienst war, und zwar in der Form, dass die schwarze Hand vom britischen Geheimdienst ausgerüstet worden ist. Es gibt das Zitat vom Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums, der gesagt hat, also wenn jemand so wie der Gabriello Princip zwei Schlüsse abgegeben hat und beide waren tödlich, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Der erste ist, er war ein ausgebildeter Heckenschütze oder der zweite ist, dass er ein Glück gehabt hat, das statistisch gesehen gar nicht möglich ist. Wie sind jetzt diese Kontakte geknüpft worden? Da gibt es einen Schriftsteller, der heißt Franz Brandl, der sagt, dass im Jahr 1908, wie diese Balkankrise war, die Annexion Bosniens, dass von der Times ein Journalist eingeschleust worden ist, der hat Livingstone geheißen und der hat schon im Vorfeld angefangen, die Serben gegen die Österreicher aufzuhetzen. Jetzt haben wir das letzte Mal gelernt, wenn ich einen Krieg machen will, der die Ausmaße hat wie der Erste Weltkrieg, dann muss ich schon ungefähr 6 Jahre vorher anfangen zum Rüsten und dass ich genug Waffen habe, damit der Krieg die Auswirkungen hat, die er hat. Jetzt ist diese Sache gewesen, dass am 28. Juni 1914 das Jubiläum war der Schlacht vom Amselfeld. Es gibt dieses Gerücht, dass der Franz Ferdinand selber gewusst hat, dass der Geheimdienst, der österreichisch-ungarische Geheimdienst ihn gewarnt hat, dass am diesem Tag ein Attentat in Sarajevo ist und warum jetzt dieser Tag mit der Schlacht vom Amselfeld. Es hat nämlich im Jahr 1912 die Gründung des albanischen Staates gegeben und Österreich-Ungarn war die Schutzmacht für diesen Staat. Und Serbien hat von Anfang an versucht, im Norden dieses albanischen Staates einen Korridor zu machen, um einen Zugang zum Mittelmeer zu bekommen. Und dadurch hat die K&K-Armee einen Völkermord verhindert. Jetzt sagen alle, na gut, wie funktioniert das? Und ja, Tatsache ist, dass dieser Herr Livingstone wieder seine Agenten gesammelt hat für diesen Entschuldigung, es geht nicht mehr. Tut mir leid. So, unsere letzte Rednerin ist die Christel. Ich begrüße euch ganz nett zusammen. Ich bin jetzt schon
fast jedes Mal hier gewesen. Und mein Thema ist genauso Frieden, Freiheit und Wahrheit. Und da es jetzt wirklich schon spät ist, will ich einfach eine kleine Sache noch ansprechen zum Thema Frieden. Heute kurz erwähnt, das Thema Palästina. Und zwar werde ich dazu etwas vorlesen aus dem Grund. Es ist nämlich nicht so, dass jeder, der die Politik Israels kritisiert und sich für Palästina einsetzt, unbedingt auf der falschen Seite stehen muss, sondern hier geht es um einen kleinen Bericht der Juden aus Deutschland, die sich dazu geäußert haben und eine kritische Stimme sind. Ich selbst bin in Österreich geboren, in Deutschland habe ich auch lange gelebt, ich bin Kosmopolit, ich habe in vielen Ländern gelebt und habe viele Länder bereist. Ich habe in allen Ländern nette Menschen getroffen und kritisiere aber trotzdem die Politik mancher Länder. Und dazu gehören auch das, was ich jetzt vorlesen werde. Es kommt von der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, e.V., European Jews for a Just Peace Germany, Stellungnahme zur Berichterstattung über die Geiselnahme der israelischen Jugendlichen. Das Ganze ist vom 22.06.2014. Wir, Mitglieder der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, in Deutschland lebende Juden oder Personen jüdischer Abstammung, bedauern zutiefst, dass die deutsche Presse bei ihren Berichten über die Geiselnahme von drei jungen Israelis am 12. Juni nahe Hebron den Kontext weitgehend außer Acht lässt. Seit vielen Jahren werden palästinensische Jugendliche von israelischen Soldaten festgenommen und in israelische Gefängnisse verschleppt. Häufig geschieht dies mitten in der Nacht ohne Haftbefehl und ohne konkreten Haftgrund. Im Durchschnitt wird alle drei Tage ein palästinensisches Kind inhaftiert oder ermordet. Seit 2000 sind 1518 palästinensische Kinder von israelischen Sicherheitskräften oder fanatischen Siedlern getötet worden. Zurzeit befinden sich annähernd 200 palästinensische Jugendliche unter 18 Jahren, darunter fast 30 unter 16 Jahren, in israelischen Gefängnissen, ohne ordentliche Anklage und mit nur unzureichendem Besuchsrecht für Angehörige und Anwälte. Rund 190 palästinensische Häftlinge werden zurzeit ohne jede Anklage in israelischer Haft gehalten. Eine Geiselnahme, besonders wenn die Betroffenen Kinder oder Jugendliche sind, ist in keinem Fall zu rechtfertigen. Darum geht es uns auch nicht. Doch wenn über die Geiselnahme der drei israelischen Jugendlichen berichtet wird, ohne mit einem Wort auf den Kontext der seit Jahrzehnten andauernden israelischen Besatzung mit all ihren Formen der Unterdrückung und Verletzung von Menschenrechten und des internationalen Rechts einzugehen, handelt es sich in unseren Augen um eine böswillig verzerrende Darstellung. Und wir sind der festen Überzeugung, dass, wer die Geiselnahme zu Recht verurteilt, auch die Geiselhaft einer ganzen Bevölkerung, die der Palästinenserinnen und Palästinenser im selben Atemzug mitverurteilen muss. Jegliche politische Instrumentalisierung der Geiselnahme durch die israelische Politik lehnen wir schon allein wegen des Zynismus eines solchen Vorgehens auch gegenüber den jugendlichen Opfern und ihren Angehörigen ab. Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass ohne irgendwelche Hinweise oder Geständnisse die Hamas oder andere für die Tat verantwortlich gemacht werden, um die gesamte palästinensische Bevölkerung selbst, die von Gaza kollektiv zu bestrafen, erneut in hunderte Häuser einzubrechen, Menschen zu verhaften oder zu ermorden. Das politische Ziel dieser Kampagne, die wenig mit der Suche und Befreiung der Geiseln zu tun zu haben scheint, dürfte eher darin liegen, die erst kürzlich erreichte Einigung innerhalb der palästinensischen politischen Lager zu unterminieren. Wir verurteilen dieses Vorgehen der israelischen Regierung entschieden und erwarten von den deutschen Medien, dass sie bei ihrer Berichterstattung den gesamten Kontext kritisch mit berücksichtigen. Ich habe das also vorgelesen noch einmal. Das ist die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost in Deutschland. Ich selbst bin seit vielen Jahren in Österreich Mitglied von Amnesty International. Ich habe auch in Deutschland Amnesty unterstützt. Ich habe feststellen müssen, dass Amnesty International sich in Österreich dieses Themas nicht annimmt, in anderen Ländern schon.
Und ich hoffe, dass ich durch diese kritische jüdische Stimme, die ich hier verlesen habe, auch in Österreich etwas ändert. Ich selbst gehöre zu einem Komitee, das sich auch Frauen in Schwarz nennt. Man kann das googeln und herausfinden. Wir haben eine Webseite. Das ist in Anlehnung an die Frauen in Schwarz in Lateinamerika. Es sind aber auch Männer dabei. Und diese stehen einmal im Monat am Graben und haben eine Mahnwache für die Rechte der palästinensischen Bevölkerung. Man kann sich da ein bisschen jetzt im Internet umschauen und vielleicht möchte der eine oder die andere irgendetwas in dieser Richtung positiv bewirken. Ich habe viele andere Dinge auch zu sagen, aber nicht heute. Es ist kalt und ich stehe für Frieden und Freiheit. Mein Name ist Christel Meyer und ich bin Deutsch-Österreicherin und Weltbürgerin. Ich danke euch.